da hat Manfred aber Glück gehabt. Der Kaplan auch. Aha. Hallo, Eugen. Mensch, eine Hupe mit unserem Dixieland. Darf ich mal? Klar. Nur Einfall. Das war doch sicherlich sehr teuer, Hallersberg. Ach wo, das hat mir der Freddy eingebaut. Du übrigens sag dem Walter, dass es heute Abend etwas später wird, ja? Wird gemacht. Ich komme auch wieder, Hallersberg. Schön. Wiedersehen. Ist das auch einer von denen? Ja, der tollste. Außer meinem Bruder natürlich. Oh, warte, Kaplan Sommer. Ich hau ab. Feigling. Na, Eugen, wie geht es dir? Grüß Gott, Herr Kaplan. Sag, Eugen, warum kommst du eigentlich nicht mehr zu meinen Abenden? Oh. Mir war nicht gut. Und meine Mutter meinte, ich sollte zu Hause bleiben. Ach so, ja, wenn dir nicht gut war, aber heute kommst du doch. Nein. Das heißt ja, natürlich komme ich. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Film für uns aufgegabt. Was denn für einen? Über eine Nordpol-Expedition. Ach so, nur ein Kulturfilm. Der ist mindestens so interessant wie ein Wildwester. Aber Sie haben doch bestimmt noch keinen gesehen. Oh, verzeihen, Herr Kaplan. Das ist ein Irrtum, Eugen. Ich schaue mir auch mal einen Wildwestfilm an. Also bis heute Abend. Und ich erwarte dich bestimmt. 25 Liter? Jawohl, 25. Dankeschön. So, junger Mann, und das ist für Sie. Dankeschön. Dann habe ich noch eine große Bitte. Haben Sie vielleicht ein Autogramm für meinen kleinen Bruder? Aber gern. Bitteschön. Das ist fein. Gute Fahrt. Dankeschön. Servus, Walter! Fang mir doch mal meinen Rolls-Royce. Aber nicht wieder auf Pump, mein Lieber. Deinetwegen habe ich schon Krach mit dem Alten gehabt. Ich kann mir das einfach nicht mehr leisten. Sei doch nicht so kleinlich. Am ersten gibt's Geld und dann zahle ich. Ja, aber an welchem ersten? Nur diesmal. Also meinetwegen, aber es ist das letzte Mal. Ich habe keine Lust, deinetwegen meine Stellung zu verlieren. Alles schon gut. Flotter Dampfer, was? Wie man's nimmt. Bring ich heute Abend mit. Lass das lieber sein. Das waren 10 Liter, jetzt sind es im Ganzen 16. Geht in Ordnung, also bis heute Abend. Gerber! Herr Gerber, habe ich Ihnen nicht ausdrücklich verboten, irgendjemand Kredit zu geben? Ja, das schon, aber... Und schon gar nicht diese faule Studentin da, der wohl nie zahlen tut. Am ersten kriegt er Geld von zu Hause geschickt und... Ach, da bilden Sie sich ein, ich krieg mal Geld von ihm. Sie sagen Sie mal, Sie gehen mit meinem Kapital um, als ob ich der Aga Khan wäre. Bloß weil dieses Herrle ein Freund von Ihnen ist. Das ist er zwar nicht, aber ziehen Sie es mir ruhig ab. Worauf Sie sich verlassen können. Damit Sie besser schlafen können. Vielen Dank, Sie, und das sage ich Ihnen, wenn das noch einmal vorkommt, dann fliege Sie. Verstanden? Los, los, Kundschaft, mal ein bisschen hurtig, wenn ich bitte darf. Sofort, meine Dame. Wie viel? Voll. Öl und Wasser ist gut? Ja, bitte beeilen Sie sich. Sagen Sie, gnädiges Fräulein, können Sie das nicht vielleicht auch ein bisschen im Takt? Ich meine, das Treller. Sie sind wohl übergeschnappt, was? Ja, vielleicht. Aber das war Gene Krupa. Gene Krupa, na und? Sie sind wohl einer von diesen Jazzbands. Ja, genau das bin ich. Ach so. Ja, die sind alle verrückt. Sie sagen das genau wie meine Tante Emma. Mhm. Nur ist die 70. Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, ich halte Sie natürlich nicht für 70. So, das macht genau 20 Mark. Brauchen Sie eine Quittung? Wo habe ich denn nur? Zu dumm, ich habe kein Geld bei mir. Zu dumm? Hier gibt es keinen Kredit. Na hören Sie, das kann doch jedem passieren. Na ja, sicherlich. Hier haben Sie 50 Pfennig für die Straßenbahn. Fahren Sie bitte nach Hause und holen Sie das Geld, dann kriegen Sie Ihren Wagen wieder. Das ist eine Frechheit. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Nee, trotzdem fällt Ihnen kein Stein aus der Krone, wenn Sie mal mit der Straßenbahn fahren. Steigen Sie bitte aus. Bei Ihnen piept's wohl. Aber wenn ich Sie darum bitte... Hey! Verflixt nochmal, so ein Früchtchen. HDM? Herr Gerber! Kommen Sie mal zu mir ins Büro! Louise, ist meine Tochter immer noch nicht gekommen? Nein, meine Frau. Hoffentlich hat sie es nicht vergessen. Ach, diese schrecklichen Kinder. Ehren. Um Himmels Willen, wo bleibst du denn so lange? Da gibt man dir zu Ehren eine Gesellschaft, halb Heidelberg kommt und du, also bitte, Liebling, zieh dich um. Reg dich wieder ab, liebste Henriette, gib mir 20 Mark, ich muss sofort noch mal weg, was bezahlen. Ist ausgeschlossen, die Gäste warten auf dich. Na schön, Henriette. Nenn mich nicht immer Henriette, immerhin bin ich deine Mutter. Okay, Mama. Und sag nicht immer okay.
Ja, wo, liebste Mama? Du übrigens, Bronner sind auch da, du. Und dann Harry Bonin ist da, du. Ein reizender junger Mann. Und immerzu fragt er nach dir. Also beeil dich, Kind, ja? Also, wie du willst, liebste Henriette, dann erledige ich es mit dem Geld eben morgen. Also, junger Mann, ich merke mehr und mehr, wir zwei können nicht miteinander. Sie glauben, dass die Menschen gut sind und ihre Schulden zahlen. Und ich glaube, dass die Menschen schlecht sind und nicht zahlen, wenn sie nicht müssen. So, das glauben Sie. Hallo, das weiß ich. Ich zahle ja auch nicht, wenn ich nicht muss. Was ist nun der langen Rede kurzer Sinn? Erstens mal, dass ich Ihnen den 20 Mark von der jungen Dame auch noch von Ihrem Wochenlohn abziehe. Und zweitens, dass wir uns trennen. Und zwar sofort. Mensch, Freddy, wieder im Lande? Na, und Walter. Na, so ab und zu muss ich doch mal nachsehen kommen, was ihr macht. Diesmal bist du lange weggeblieben. Wo kommst du her? Diesmal war ich in Jugoslawien. Du, Walter, kann ich bei dir eine Handvoll Luft tanken? Ich habe unterwegs meine Pumpe verloren. Das kannst du. Dagegen wird er wohl nichts haben. Wieso? Hast du Ärger mit deinem Chef? Nö. Er hat mich rausgeschmissen. Rausgeschmissen? Ist ja prima. Da können wir ja zusammen auf die Walze gehen. Wo denkst du hin, Freddy? So kurz vorm Staatsexamen kann ich doch nicht abhauen. Nö. Und so gut wie du hat's nicht jeder. Och. Ich meine, als Elektromonteur findest du immer Arbeit auch unterwegs. Und so umgekümmert und frei wie du ist eben auch nicht jeder. Jeder ist so frei, wer will. Aber du hast schon recht, du kannst jetzt nicht weg. Übrigens, ist heute Abend nicht Clubabend. Hm, du kommst doch wieder, was? Na, worauf du dich verlassen kannst. Fein. So long. So long. Komm, Erilein. Ich habe ja meine Eri sehr entbehrt. Aber wissen Sie, so eine Erziehung in England... Ich bin sehr froh, dass ich wieder zu Hause bin. Wer weiß, wie lange du Erika behalten wirst, liebe Henriette. Meine Frau hat recht. So was Hübsches geht weg wie warme Semmel. Und was ist mit Ihrer warmen Semmel? Eri, Verzeihung, ich meine, ist Ihre Tochter denn schon verlobt? Wenn mich nicht alles täuscht, ist sie auf dem besten Wege. Süß, die beiden. Und die Brille steht dir ganz besonders gut. Und du, Manfred, deine Schwester SOS. Ich glaube, ich muss sie da losreisen. Entschuldigt mich einen Moment, bitte. Sie verzeihen, wenn ich meine Schwester entführe. Wollen wir tanzen? Okay, Manfred. Eri. Entschuldige, Henriette. Furchtbar gerne. Für den Manfred können Sie wirklich stolz sein. Ja, so gute Manieren und überhaupt. Obwohl er nicht in England war. Oh doch, meine Liebe, 2 Jahre. Ja, Sie entschuldigen, ich muss mal nach meinem Mann sehen. Henriette führt mich hier vor wie ein Vollblutpferd, das eben aus England importiert ist. Naja, du kennst ja ihre englische Krankheit. Ich verschwinde jetzt hier bald. Och, ihr habt's gut. Paps hat sich auch schon verdrückt. Ja, Henny, du bist es. Was ist denn los? Lass mich doch da oben nicht so lange alleine lassen. Aber hier unten ist es doch viel gemütlicher. Ja, natürlich. Ein Kegelabend im Haus Hallersberg ist für uns immer eine Erholung. Ja, das freut mich zu hören, Herr Staatsanwalt. Nur, das ist doch eigentlich eine Gesellschaft, die ich für Erika gegeben habe, nicht? Aber Henny, nun lass mich doch damit zufrieden. Sieh mal, du möchtest das Mädel so schnell wie möglich an den Mann bringen. Und ich möchte es so lange wie möglich behalten. Ich bin nun mal Egoist, meine Herren. Ja, wollen wir weitermachen. Ja, Henny, nimm es nicht übel, aber amüsiert euch gut da oben. Also, du, ich geb's auf. Man merkt eben, dass du nie in England warst. Bis nachher, liebe Frau. Wir sehen uns später. Ja? Weiter, meine Herren. Ja. Ich hab wohl noch eine Kugel, was? Ja, ja. Wer ist denn da eben weggegangen, Luise? Herr Manfred. Wahrscheinlich wieder in seinen Jatz-Club. Na, wenigstens heute hätte er hier bleiben können. Eine ganz reizende Party, wirklich. Ja, das ist wohl wegen dem Fräulein Ruth. Wegen welchem Fräulein Ruth? Na, von dem Fräulein aus dem Blumenladen. Ich glaube, der Herr Manfred ist verliebt in die. Woher wollen Sie denn das wissen? Weil die Großmutter von dem Fräulein hat doch den Blumenladen. Und weil die Leute reden eben nicht. Ach, diese schrecklichen Kinder.
begrüßen im Tunnel unseren Kellerkomponisten Manfred Hallersberg und seine Muse Ruth Degner. Nun lass doch den Quatsch. Na, Manfred. Na, ich werd verrückt. Freddy ist wieder da, unser Weltenbummler. Da staunst du, was? Hallo Ruth, du wirst immer hübscher. Sag Freddy, danke. Na, Manfred. Du, ich habe eine neue Nummer geschrieben. Na, endlich. Hör dir das mal an. Ich bin neugierig, was du dazu sagst. Ach, ich kann das nicht so beurteilen. Ich bin auch nur Laie. Aber du hast eine gute Nase. Was soll nicht so lange kommen? Hier sind die Noten. Wollen wir es gleich probieren? Na, prima. Nehmen wir es gleich auf? Nein, so weit ist es noch nicht. Fragen, warum ihr nicht zu meinem Nordpol-Film gekommen seid. Weil es hier schöner ist. Woher wissen Sie denn, Herr Kaplan, dass wir hier sind? Ja, das ist mein Geheimnis. Wir sind nämlich ganz große Musikanhänger. Jazzfans, Herr Kaplan. Ach so. Ja, dann. Moment mal bitte. Mein Name ist Walter Gerber. Ich bin Eugens Bruder. Was wünschen Sie von ihm? Er fehlte in letzter Zeit bei meinen Abenden. Mich interessierte, warum. Wieso interessiert Sie das? Herr Kaplan, meine Mutter... Ich rede jetzt mit dem Kaplan. Für dich ist es sowieso höchste Zeit. Los, hau ab. Ihr verschwindet auch. Gute Nacht, Herr Kaplan. Gute Nacht. Keine Bange, Kleine. Sie gestatten mir. Bitte. Wenn Sie etwa glauben, dass Sie hier verirrte Halbstarke retten können, dann täuschen Sie sich. Sehr richtig, Walter. Eugen ist hier genauso gut aufgehoben wie bei Ihren Abenden. Bleibt ihr auf euren Kanzeln und lasst uns hier zufrieden. Heinz. Wir sind längst von unseren Kanzeln heruntergestiegen. Wenn ein Junge wie Eugen und seine Freunde lieber hierher kommen als zu mir, so muss an eurer Musik was dran sein. Da ist auch was dran, Herr Kaplan. Na, dann mach doch weiter. Oder störe ich etwas? Wir lassen uns von niemandem stören, Herr Kaplan. Wir spielen weiter. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Tinte. Ich hau ab. Tschüss. Tschüss. Du, das erfährt bestimmt meine Mutter. Doch, komm. Du, das ist doch ein Roller. Ich fürchte, Hochwürden müssen heute zu Fuß nach Hause gehen. Noch Mist. C, S, G, B. C, S, G, B. Sie müssen über den C-Moll-7 auf den F-7 mit der hochalterierten Quinte gehen. Denken Sie doch an das Wiegenlied. Was für ein Wiegenlied? Das von Gershwin. Aus Porgy and Bess. Stimmt. Ja, natürlich stimmt's. Bei Stan Kenton stimmt's auch, der hat eben bei Schönberg gelernt. Bei wem soll der gelernt haben? Bei Schönberg. Oder bei Johann Sebastian Bach, wie Sie wollen. Kennen Sie die Term of Files von Stan Kenton? Das ist die Partita C-Moll. Von Johann Sebastian Bach. Aber ich glaube, es ist Zeit für mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Mal wieder, Herr Kaplan.
Ich hab's für dich geschrieben. Willst du's haben? Natürlich will ich's haben. Ich find's wunderbar. Ich danke dir auch schön. Diese lause Pringles. Wo warst du? Raus mit der Sprache. Heinrich, bitte. Willst du diese Dinge bitte mir überlassen, Anna? Na, wer zweit? Kaplan Sommer hat uns einen Film vorgeführt über eine Nordpol-Expedition. Weißt du, warum ich dich jetzt geschlagen habe, Eugen? Weil ich gelogen habe. Ja. Und weil ich 20 Minuten vor dem Gemeindehaus gewartet habe, weil ich dich abholen wollte. Und wo warst du wirklich? Im Jazzclub. Ich habe ihm erlaubt, zu Walter in den Jazzclub zu gehen. So. In den Jazzclub. So ist das also. Heinrich, das ist doch kein Verbrechen, wenn er mit seinem Bruder zusammen bei einem Musikabend ist. Wenn diese Musik eine anständige Musik wäre und wenn diejenigen, die diesen Lärm, diesen sogenannten Jazz fabrizieren, anständige junge Menschen wären. Willst du behaupten, dass unser Walter kein anständiger junger Mensch ist? Einer, der sich sein Studium selber verdient, der uns noch keinen Tag auf der Tasche gelegen hat? Ein Junge, auf den andere Väter stolz wären? Ich möchte mich vor Eugen nicht mit dir über dieses Thema streiten. Geh zu Bett, Eugen. Wenn ich gewusst hätte, dass deine Mutter dich veranlasst hat zu lügen, hätte ich dich nicht geschlagen. Trotzdem, lüg mich nie wieder an. Versprich mir das. Mutti wollte mir nur helfen. Walter bläst ganz prima Trompete. Alle sind begeistert von ihm. Lass gut sein, mein Kleiner. In der Küche steht dein Armbrot. Dann geh schlafen. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht, Vati. Es war ganz allein meine Schuld. Wirklich. Mutti kann nichts dafür. Hör zu, Anna. Dass Walter mir entglitten ist, das habe ich hingenommen. Aber Eugen, der muss so werden, wie ich mir das immer gewünscht habe. Bei dem habe ich noch eine Chance, Anna. Der darf mir nicht verlottern. Aber Heinrich, wenn ein junger Mensch Jazzmusik liebt, das bedeutet doch noch nicht, dass er verlottert ist. Diese Musik ist eine Gefahr, Anna. Sie ist hemmungslos, verstehst du? Und Menschen, die ihr verfallen, die werden von dieser Hemmungslosigkeit angesteckt. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du recht hast. Wiedersehen. Bis morgen. Und vergesst den Ausflug nicht, gell? Guten Abend. Wiedersehen. Guten Abend. Tschüss. Können wir Ihnen helfen, Herr Kaplan? Danke, danke. Das mache ich schon. Guten Nacht, Herr Kaplan. Gute Nacht. Sie kommen doch mal wieder, Herr Kaplan. Sicher. Das ist nett. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, danke. Wann ist morgen Vorlesung bei Roland Weizmann? Um 9, aber du kannst ruhig ausschlafen, wenn du um 10 zum Kleinhirn da bist, reicht's. Gute Nacht, muss meine Runde machen. Ja. Also bis zum Ausflug. Bis zum Ausflug, ja. Klaus, du hattest 2 Coca-Cola. 2? Naja, du warst doch nicht allein. Eigentlich wollte ich sie selber zahlen lassen, aber ausnahmsweise. Da. Die Frauen werden noch dein Ruin. Also Schluss für heute. Wir können nach Hause gehen. Ich mach den Laden hier schon. Danke, Freddy, danke. Servus. Moment, Klaus, Moment. Außerdem kriege ich noch 10 Mark von dir. Am 1. Alter Schnorrer. Du, Ruth, hast du Lust? Gehen wir nachher noch ein bisschen in die Traube? Ja, gern. Du, sag mal, was ist eigentlich mit Walter los? Ach, der hat seinen Job verloren und denkt, die Welt geht unter. Weißt du nicht irgendwas für ihn, Peter? Vielleicht in den Corso-Betrieben, wo du arbeitest. Das Einzige, was die suchen, ist ein kräftiges Küchenmädchen. Wäre etwas für die dumme Gans, der ich das verdanke, aber die werde ich schon mal erwischen. Ladies and Gentlemen, Feierabend! Ja. Komm, Ruth. Gehen wir. Na, wenn du mal was von einer Stellung hörst, dann sag mir Bescheid. Ja, Walter. Was ist denn los? Moment mal, das ist doch... Na, warte, die kommt mir gerade recht. Hallo, Sie! Wie bitte? Sie sind ja wohl... Oh, das ist ja großartig, dass ich Sie hier treffe. Ich konnte meinem besten Willen heute nicht mehr kommen. Sie sind ja wohl eines der hübschesten Mädchen, das der liebe Gott sich jemals ausgedacht hat. Danke. Sie hatten hoffentlich keine Unannehmlichkeiten, meinetwegen. Ach, keine Spur. Ich finde es besonders nett, dass Sie auf mich gewartet haben. Ja, ich habe nicht auf Sie gewartet. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie hier sind. Hallo, Manfred. Na, nun, Erich, was machst du denn hier? Wieso kennt ihr beiden euch eigentlich? Erich ist doch erst seit ein paar Tagen aus England zurück. Wir kennen uns eben nicht, ne? Das war nur ein Zufall. Guten Nacht. Reiner Zufall. Hallo, Walter, was ist denn?
total übergeschnappt. Er hält mich für deine Freundin. Aber das ist doch Unsinn. Er weiß doch, dass Ruth und dass du mit einer gewissen Ruth befreundet bist. Aber das eine schließt das andere nicht immer aus, nicht wahr? Bitte. Ja, da staunst du was. Henriette hat mich auf deine Spur gesetzt. Ich soll mir diese Ruth mal unauffällig ansehen. Und Harry hat sie mir als Ordonnanz mitgegeben. Das ist echt, Henriette. Dass du da mitmachst? Ach, Unsinn. Wir gehen zusammen in die Traube und du nimmst sie mit. Du kannst beruhigt sein. Ich sag Henriette auf alle Fälle, wie fabelhaft deine Ruth ist. Ja, nun kommt doch endlich. Danke, nicht notwendig. Wenn es soweit ist, werde ich das mit Ruth schon selber regeln. Aber vorläufig, geh du nur alleine mit Harry. Gute Nacht. Also tschüss, Ruth. Tschüss, Peter. Tschüss. Wiedersehen. Das ist doch deine Schwester. Ja, das ist Eri, von der ich dir erzählt habe. Kommt sie mit uns? Ach, weißt du, ich habe mir's überlegt. Ich glaube, es wird doch zu spät. Schade, ich hätte deine Schwester so gern kennengelernt. Sie sieht sehr nett aus. Oh ja, Eri ist prima. Du wirst sie schon noch kennenlernen. Komm jetzt, wir fahren. Wenn er morgen graut, fährt Pedro schon zu seiner Braut. Zu seiner Braut. Seiner Braut. Und er singt sein Lied, dem Muli, das so treu ihn zieht. Singt er sein Lied, singt er sein Lied. Bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann, weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Pedros Glück kann man verstehen. Ja? Seine Braut ist ja so schön. Pedros Braut ist fein, sie könnte eine Gräfin sein. Könnte sie sein, könnte sie sein. Und sie wohnt am Meer, das liebt doch der Pedro sehr. Das liebt er sehr, das liebt er sehr. Ich bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann, hey, weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Pedros Glück kann man verstehen, seine Braut ist ja so schön. Wenn es Abend ist, hat Pedro oft die Braut geküsst. Hat sie geküsst. Hat sie geküsst. Und er singt vor Glück, fährt nachts er dann nach Haus zurück. Singt er vor Glück, singt er vor Glück. Ich bin ja nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann, weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Pedros Glück kann man verstehen. Bravo! Bravo! Mensch, Freddy, du, das hast du großartig gemacht. Das müsstest du mal öffentlich vor Publikum singen. Ich bin doch kein Sänger. Mir liegt sowas nicht. Aber das war fantastisch. Was machst du denn überhaupt noch hier? Ich habe nur meine Trompete hier vergessen. Will ich dich auch nicht länger stören. Nachtraum. Wiedersehen, Walter. Was machen Sie denn noch hier? Ich repariere seit einer Stunde. Ich kann machen, was ich will. Ich behalte immer drei Schrauben übrig. Ich dachte, dass jemand, der so viel Ahnung von Musik hat, auch Motorräder reparieren könnte. Lassen Sie mich mal. Ja, bis jetzt habe ich es auch immer fertig gebracht. Ich weiß nicht, was diese Lausebengis gemacht haben. Ich hoffe nicht, dass mein Bruder dahinter steckt. Eugen, das glaube ich nicht. Man merkt, dass Sie Maschinenbau studieren. Wer hat Ihnen das erzählt? Eugen, der ist mächtig stolz auf Sie. Ja, der Kleine. Darf ich mal den Schraubenschlüssel? Sie können schon zusammenpacken. Ah, danke. Sie müssen sich sehr mit Jazzmusik beschäftigt haben. Ja, ja, vor allem mit Spirituals. Ich habe eine ganze Sammlung davon. Ja, alte, echte Negerlieder? Ja, ich kann ja gelegentlich ein paar davon mitbringen. Es würde mir Spaß machen, mal so ein Spiritual einzustudieren mit einem großen Chor. Unter euch sind doch sicher auch gute Sänger. Sicher. Wird schon Spaß machen, nur. Sie können fahren, Herr Kaplan. Nur, was heißt nur? Nur? Das heißt,
Sie wollen doch bestimmt bei der Gelegenheit ein bisschen den Rattenfänger von Hameln spielen. Im Dienste der guten Sache natürlich. Schafskopf, wenn wir in der Kirche bleiben, so sagt ihr, wir kümmern uns nicht um euch. Wenn wir zu euch kommen, so nennt ihr uns Rattenfänger. Warum seid ihr so misstrauisch? Wenn Sie es auch nicht glauben wollen, ich bin genauso ein Musiknarr wie Sie. Gute Nacht. Das hast du bezaubernd dekoriert, Ruth. Die Margeriten sehen schon ein wenig müde aus. Großmutter hätte sie herausnehmen sollen. Immer noch verstimmt? Ich werde dir sagen, warum du mich nicht mit deiner Schwester bekannt gemacht hast. Du genierst dich mit mir. Aber das ist doch Unsinn. Dann verstehe ich dich nicht. Na, keiner versteht mich. Zu Hause meine Familie nicht, besonders meine Mutter. Und jetzt fängst du auch noch an. Komm, lass mich noch eine Zigarette rauchen, ja? Sieh mal, meine Eltern haben natürlich so ihre Vorstellungen, ihre Pläne. Besonders Henriette, na ja. Es ist nicht so leicht. Ich kann mir's schon denken, die Königin Luise kauft hier immer bei uns ein. Wer bitte? Eure Wirtschafterin. Wir nennen sie Königin Luise, weil sie noch vornehmer ist als deine Mutter. Ach ja, die gute alte Luise. Ruth, ich bin froh, dass du mich verstehst. Du musst mir noch ein wenig Zeit lassen. Du wirst es nicht glauben, aber meine Mutter ist schrecklich eifersüchtig. Auf alles, auf meine Freunde, auf meine Musik, auf den Jazzclub und ganz bestimmt auch auf... Ganz bestimmt auch auf mich. Tja. Mach dir deswegen den Kopf nicht schwer. Und bitte vergiss, was ich vorhin wegen deiner Schwester sagte. Es war dumm von mir. Das war's auch. Ich kann dich nämlich nicht ausstehen. So? Und ich finde dich grässlich. Und ich finde dich... Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Danke, du auch. Zwei Rindsgulasch, einmal Schweinebraten mit Knödel und einmal vegetarisch. Na, Frau Lehmann, wie macht sich denn unser neues Küchenmädchen? Sei da, Student. Zwei Rindsgulasch. Glück muss man haben. Sie haben Herrn Gerber entlassen wegen dieser lächerlichen 20 Mark? Hannover, ist es sich das Prinzip? Heutzutage muss man sein Geld zusammenhalten. Wo käme ich denn dahin? Wo Sie dahin kommen, werden Sie traurige Rechenschieber Sie. Die Hallersbergwerke werden nicht mehr bei Ihnen tanken. Ach, das bestimmt doch nicht Sie. Wer sind Sie denn? Erika Hallersberg. Die Hallersbergwerke, meine beste Kundschaft? Fräuleinche, das werden Sie mir doch nicht antun. Das werde ich, wenn Herr Gerber nicht bis morgen wieder bei Ihnen arbeitet. Und zwar mit Gehaltserhöhung. Adieu. Na nun, Manfred, du bist schon da? Ja, die Vorlesung bei Professor Bergold ist heute ausgefallen. Ich habe inzwischen die Kalkulation fertig gemacht. Na, lass doch mal sehen. Du, wir brauchen weniger, als du dachtest. Die Gleisanlage wird sich bestimmt rentieren. Ist doch großartig. Ich denke, ich werde sie bei Wöhrer in Auftrag geben. Soll ich das übernehmen? Nein, 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 das macht besser ich. Dieser alte Fuchs kennt mich, seit ich hier klein angefangen habe. Übrigens, Henny hat darum gebeten, dass du mal mit ihr und Bronners nach Ludwigshafen fährst. Sie wollen dir die Werft zeigen. Na nun. Die Werft kenne ich doch schon längst. Sag mal, was steckt denn da wieder dahinter? Junge, wenn Henny etwas will, lässt sie mir keine Ruhe. Ja, also, Papst, das will ich dir sagen. Die Sache mit Bronners gefällt mir. Nein, nein, tun mir doch schon den Gefallen. Dann haben wir beide unsere Ruhe. Na gut, also dir zuliebe. Wir verstehen uns, Manfred. Herr Hallersberg, bei Ofen 7 wartet Werkmeister Martens auf Sie. Ich komme, Schneider. Bis nachher, Manfred. Bis nachher. Ist es immer tüchtig, Herr Doktor? Ich bin kein Doktor. Wann studiert er? Das ist doch dasselbe. Kathis, Gulasch brennt doch. Das ist eine Giftnudel, die gönnt keinem was. Schau, wenigstens da nicht herum, geht's an die Arbeit. Ja, ja, ich nicht. Und Sie sind nicht zum Essen angestellt, sondern zum Arbeiten. Was möchten Sie trinken? Roten oder weißen? Roten, holde Fee. Wir geben Ihnen später, jetzt schauen alle her. Verzeihen Sie, Frau Lehmann, ich möchte nur Herrn Gerber sprechen. Danke. Weißt du, wer im Lokal sitzt? Nee, wer? Dein Chef von der Tankstelle. Wie kommt der denn hierher? Eugen hat ihm die Adresse gegeben. Ich bin ihm nichts mehr schuldig. Ja, aber er möchte ich unbedingt sprechen. Sag ihm, er soll mich am Auf! Entschuldige. Ich muss wieder abwaschen. Ja, ja, aber er möchte... Haben's nicht gehört! Abwaschen muss er. Ja, ja, ja. Herr Gerber. Ach, der Herr Margenau. Herr Gerber, kann ich nicht einmal allein mit Ihnen schwätzen? Es tut mir leid, aber ich muss arbeiten.
Ach, ich habe das gar nicht so ernst gemeint mit Ihrer Entlassung. Aber ich hab's ernst genommen. Ach, aber Herr Gerber, schließlich und endlich... Außerdem gefällt es mir hier sehr gut. Der Mensch muss doch auch sozial denken, hä? Ach nee, ausgerechnet Sie. Herr Gerber, wenn ich Ihnen Gehaltserhöhung anbiete... Das glauben Sie doch selber nicht. Ja, der Mensch tut viel, wenn er muss. Wie viel? 5 Mark mehr die Woche? Nee. 10? Nee. Herr Gerber, Sie sind mein Ruin, also 15. 25, dann bin ich wieder bei Ihnen. 25 Mark Gehaltserhöhung, das ist ja Ministergehalt. Na ja, dann müssen wir es eben lassen, ne? Ach, also was soll ich machen? Einverstanden. Was? Du kriegst die Motten. Mensch! Oh. Spotsland kommt noch dazu. Sie sind neulich abends so rasch weggegangen. Ich konnte Ihnen nicht mal das Geld geben. Ach, das war mir nicht so wichtig. Sie sollen nicht wieder meinetwegen Ärger haben. Ihretwegen Ärger? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, nein. Mein Chef, der ist klein wie ein Gartenzwerg. So ist er ja? Eigentlich wollte ich die Stellung wechseln, aber er hat mich so gebeten, hier zu bleiben, bis ich endlich weich geworden bin. Ja, ja, es geht nichts über ein gutes Herz. Ja. Sind Sie eigentlich schon lange mit meinem Bruder befreundet? Mit wem? Mit Manfred. Manfred ist Ihr Bruder? Aha. Ach so. Sagen Sie, warum hat er Sie denn noch nie zu uns mit in den Tunnel gebracht? Weil ich keine Zeit hatte. Aber zu eurem großen Ausflug komme ich mit. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. So, und jetzt zahle ich. Hier erst mal die 20 Mark und dann... Moment mal eben bitte. Herr Kaplan! Hallo, Herr Kaplan! Moment mal bitte. Hallo! Ach, weg ist er. Wenn Sie zahlen wollen, hä? Schreiben Sie es bitte auf die Rechnung. Mhm. Diese 20 Mark werde ich Herrn Gerber selbst geben. Selbstverständlich, Frau Hallersberg. Bitte schön. Haben Sie ihm den Lohn erhöht? Ja, Frahili, Frahili. Die Firma wird sich remorschieren. Übrigens kein Wort davon zu Herrn Gerber. Okay? Okay, ganz wie Sie wünschen, Fräulein Hallersberg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jedenfalls tut es mir furchtbar leid, dass ich neulich so ruppig zu Ihnen war. Naja, ich war ja auch nicht gerade fein. Nein, aber Sie sind mir nicht mehr böse. Ach, Unsinn. Ja, ich muss auch wieder zurück. Sagen Sie, Herr Kaplan, würden Sie wohl mit unseren Jungs ein Spiritual einstudieren? Ja, das könnten wir mal probieren. Könnten wir? Machen wir. Ich muss zum Unterricht. Auf bald. Guten Tag, Frau Pegler. Tag, Fräulein Luise. Was soll es denn heute sein? Also heute brauche ich etwas ganz Besonderes. 20 langstielige rote Rosen. Nein, besser 25. Sie wissen, Frau Direktor Hallersberg, ich hatte immer gern etwas reichlich. Einen Moment. Ruth. Ja, Großmutter. Tag, Fräulein Luise. Sei doch so gut und hol für das Fräulein Luise 25 Rosen aus dem Kühlschrank. Ist gut. Aber besonders schöne. Frau Direktor geht mit unserem Herrn Manfred auf Brautschau. Gewissermaßen. Sie besichtigen mit seiner zukünftigen die Bronner Werft. Der junge Herr Manfred soll das Fräulein Bronner heiraten? Ja, das ist doch eine Lieblingsidee von unserer Henriette. Ich meine von unserer Gnädigen. Und was die sich in den Kopf gesetzt hat, setzt sie durch. So, Fräulein Luise, hier sind Ihre Rosen. Ach, herrlich. Und die Rechnung schicken Sie wie üblich an Herrn Generaldirektor Hallersberg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Glaubst du, dass Manfred ehrlich zu dir ist? Ja, Großmutter, mach dir keine Sorgen. Das mit Manfred und dir macht mir aber Sorgen. Er ist doch nun einmal aus einer der reichsten Familien hier. Und ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Und wenn schon, heutzutage kommt's nicht aufs Geld an. Schau mal, ist die nicht besonders schön? Täusch dich nicht. Darauf kommt es heute genauso an wie vor 100 Jahren und in 100 Jahren. Gucke mal, Vaterle, die ganze Schiff voller Musik. Und voller junger Leute. Und voller Lieb, Vaterle. Was ist denn, Ruth? Was soll denn sein, Manfred? Du, ich habe zwei Überraschungen für dich. Hier ist der Text zu unserem Lied. Vergiss mich nicht, die Zeit mit dir war viel zu schön. Das klingt ja wie ein Abschied. Und die zweite Überraschung?
Hallo, Eri! Hallo, Eri! Ich glaube, Manfred hat gerufen. Da bist du ja. Ich möchte, dass du Ruth Degner kennenlernst. Das ist meine Schwester Erika. Nach dir das Mädchen, das mir am meisten gefällt. Hallo, Ruth. Vom Sehen kennen wir uns ja schon. Ich finde, wir sagen du zueinander, ja? Ich freue mich sehr, Eri. Du, vorgestern war der Erste. Was ist mit meinen 10 Mark? Reg dich nicht auf, du kriegst sie am nächsten Ersten. Du, Kleine ist ganz große Klasse. Das wäre was für meines Vaters Sohn. Das wirst du schön bleiben lassen, nicht? Sie ist Peters Entdeckung. Na, und was haltet ihr von freiem Wettbewerb? Das finde ich genauso schäbig wie das mit den 10 Mark. Ach, Mensch. Runtergehen? Später. Erst will ich deine Schularbeiten sehen. Ich hole die Hefte. Der Junge gefällt mir nicht. Du verdirbst ihm ja auch jede Freude. Er wollte so gern den Ausflug mit Walter mitmachen. Ich weiß, was ich tue. Lass mich mal allein mit Eugen reden. Ja. Aber sei nett zu ihm. Ich habe unseren Sohn genauso lieb wie du, Anna. Und gerade darum mache ich es ihm nicht leicht. Du machst es keinem leicht, Heinrich. Da, Papa. Setz dich hin, Eugen. Du hast dir doch immer ein Briefmarkenalbum gewünscht. Schenk dir meins. Deine Sammlung? Ja, mein Junge. Es sind wertvolle Stücke darunter. Eigentlich wollte ich es Walter schenken. Aber weil du so ein vernünftiger Junge bist, schenke ich es dir. Und Walter? Was hast du eigentlich gegen Walter und gegen seine Freunde? Und seine Musik? Sogar unser Herr Kaplan macht damit. Er studiert mit uns Spirituals ein. Was bitte? Negerlieder. Eugen, du behauptest, Kaplan Sommer studiert mit euch Negerlieder ein? Hottentottengesänge? Wie du das wieder sagst, als ob das etwas ganz Schlimmes wäre. Das ist es auch. Aber das verstehst du nicht. Hör zu, Eugen. Ich wünsche nicht, dass du dabei mitmachst. Jetzt hast du mir verboten, zu Walters Musikabenden zu gehen. Und nun darf ich nicht mal mehr zu unserem Kaplan? Nein. Ein Kaplan, der mit halbstarken Negermusik macht. Der Kaplan ist besser als du, Vati. Der versucht wenigstens, uns zu verstehen. Aber du... Behalt nur dein Album. Ich mag es nicht. Was mit Eugen, Heinrich? Nichts, Anna. Aber gegen den Kaplan muss ich was unternehmen. Ich werde dafür sorgen, dass er versetzt wird. Und wenn ich Unterschriften sammle. Wollen wir noch irgendwo hingehen? Ja, ja. Das heißt, leider. Wissen Sie, ich muss noch zu meinem Professor wegen meiner Doktorarbeit. Ach, dann sehen wir uns morgen Abend, ja? Morgen Abend muss er leider auch hin. Ja, das heißt, wie wäre es morgen Nachmittag? Da kann ich nicht. Aha. Halten Sie sich an mich. Mir ist kein Professor so wichtig wie ein hübsches Mädchen. Grüß den Professor schön. Gulasch mache ich aus dem. Zerriebene Semmelbrösel. Kleingehackte Petersilie. Ach, tröste dich, Peter. Es gibt doch so viele nette Mädchen auf dieser Welt. Ja, ja. Aber so eine wie die? Moment mal. Hört mal alle her. Die große Chance. Musikalischer Wettbewerb im Corso. Wir suchen Nachwuchstalente. Die Gewinner erhalten Schallplattenverträge und Prämien.
Das wäre doch was für dich, Ruth. Da solltest du unbedingt mitmachen. Wie kommst du denn darauf? Ich will doch nicht Sängerin werden. Das verstehe ich nicht. Manfred ist so begeistert von deiner Stimme. Ja, vor allem könnten wir bei der Gelegenheit gleich feststellen, wie sein Lied beim Publikum ankommt. Meint ihr wirklich, ich soll? Ja. Du würdest mir eine Riesenfreude damit machen, Ruth. Oh, Kinder, ich habe doch gar kein Kleid. Willst du es nicht jedenfalls mal probieren? Ich habe es ja nur einmal auf einem Ball angehabt. Das ist ja noch wie neu. Du, das sieht ja süß aus. Ein paar kleine Änderungen und es ist wieder wie neu und ganz modern. So schlank wärst du? Ja. Du wirst sehen, du wirst damit Erfolg haben. Was ihr nur alle habt. Wenn ich wirklich Erfolg hätte, das würde doch bedeuten, dass ich... Komm mal her. Der Ausschnitt gefällt mir noch nicht. Der ist noch nicht tief genug. Oh, ausgerechnet du findest das? Na, glaubst du etwa, ich bin unmodern? Und alles und alles wegen ihr. Und alles und alles wegen ihr. Kommt Ruth denn dran? Sie hat die Nummer 12. Aber sie ist schrecklich nervös. Und dazu hat sie gar keinen Grund. Ich wette, sie gewinnt. Na ja, klar gewinnt sie. Herein. Ich bin Seppel, der großen Künstlerin. Toi, toi, toi. Ein Talisman für dich. Ist der süß. Ich danke dir. Wie heißt der? Seppel. Er soll dir Glück bringen. Du, das Kleid ist ja ganz entzückend. Na ja, da kann nichts schief gehen. Und berufen. Och, wenn du wüsstest, was ich für Lampenfieber hab. Und dann noch mit diesem fremden Pianisten. Ach, das wird sich schon geben. Warte nur ab. Ich wollte doch nur mal spucken kommen. Das macht man doch so bei Künstlern. Toi, toi, toi. Halt mir die Daumen, Freddy. Was soll denn der Scheinwerfer? Och, den habe ich mir nur so aus dem Geschäft mitgenommen. Eine gute Idee von dir, Freddy. Toi, 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 Ruth. Er ist ein feiner Kerl. Aber du musst jetzt auch verschwinden. Halt zum Bein. Bis danke, dann. Danke, bis nachher. Meiner Doktorarbeit mache ich im Corso. Gute Nummer, die beiden, nicht? Zwei Orangeaden, bitte. Orangeade? Hör ich recht, Orangeade? Für so ein bezauberndes Fräulein kommt doch wohl nur Sekt in Frage. Die Hausmarke. Die Hausmarke? Das ist doch der reinste Sauerampfer. Ich bringe einen Paler 47. Kostet nur 27,80 ohne Steuer. Hier gibt's Sekt ohne Steuer? Ja, den nehmen wir natürlich. Gut, ja. Und was wünschen die Herrschaften zu speisen? Wir haben schon gegessen. Ja, aber nur Würstchen am Stand. Das ist doch nicht zu fassen. Ich bringe noch ein paar kleine Kaviarschnittchen, ja? Gut. Ein furchtbar netter Mensch. Aber du bist auch ein Kavalier. Herren, ein weiteres Nachwuchstalent brennt darauf, sich vor Ihnen zu beweisen. Nun verraten Sie den Herrschaften erstmal Ihren Namen. Mein Name? Gern. Susi Viereck. 21 Jahre alt. Gewesen. Na und, wenn schon. Das geht Sie einem feuchten Leben an, nicht?
Greif zum Spaten, holde Gärtnerin. Stehe ich abends auf dem Brettel und ich singe und parodiere, dann betrachte ich die Herren und die lieben Damen hier. Und dann ziehe ich Vergleiche mit dem Publikum im Haus. Und fast jeder der Vergleiche fällt zu meinen Gunsten aus. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Ich habe so was Schönes noch gar nicht gesehen. Der Mund und die Nase, die Augen, das Haar, das wird so exotisch, so ganz wunderbar. Die klassische Linie und auch mein Profil erinnert an eine Prinzessin vom Nil. Und dann erst im Spiegel von rückwärts besehen. Also ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Hat's geschmeckt? Sehr. Also dasselbe nochmal. Oh, bitte, ja. Wir sind satt. Ja, ja. Kritisiert er auch am Tage, meine Linie. Und so, in der Nacht, wenn alles duster, wirk ich glatt wie die Monroe. Los, Freddy, melde dich jetzt auch. Ich sag's dem Konferencier, ja? Ach, Leute, du weißt doch, ich will das nicht. Außerdem muss doch nicht jeder entdeckt werden. Das ist nicht zu machen. Es dauert doch noch, bis Ruth drankommt, nicht wahr? Tja, wenn Sie Lust hätten, könnten wir in der Bar ja noch einen Cognac trinken. Oh ja, das könnten wir. Walter hat's ganz schön erwischt, was? Meine Schwester aber auch. Wer das überlegt hat, der wird mich verstehen. Ich bin ja so klug, so apart und so schön. Oh! Den Herrschaften geht der Nachwuchs wohl auch auf die Nerven. Kaum. Wir sind selber Nachwuchs. Oh, Verzeihung. Sie entschuldigen bitte, ich möchte mir das doch ganz gerne einmal anhören. Der Jugend gehört die Zukunft. Was? Auf die Zukunft, Prösterchen. Zum Wohl, gnädiges Fräulein. Warum sind Sie eigentlich so schrecklich förmlich zu mir? Zu den anderen benehmen Sie sich doch auch ganz normal. Na ja, die anderen. Da ist es auch einfacher. Ich meine, verstehen Sie nicht, was ich meine? Was gibt's da zu verstehen? Und überhaupt, warum siezen Sie mich eigentlich? Warum sieze ich Sie eigentlich? Und warum sagen Sie nicht Eri zu mir? Warum sage ich nicht Eri zu Ihnen? Gnädiges Fräulein, wenn Sie es wünschen, dann werde ich Sie von nun an duzen. Ich wünsche. Von nun an werden wir du zueinander sagen. Wünschen Sie, mit oder ohne? Was meinen Sie? Das war mit. Ich bin so schrecklich schwer vom Begriff. Erklär mir das doch bitte noch einmal. Jetzt ist Ruth dran. Wo ist denn Walter? Ich hole ihn. Ich werde mich um den Scheinwerfer kümmern. Ich sag Klaus Bescheid. Gut, also kommt. Ja, dann toi, toi, toi. Sei so gut, übernimm meinen Service, bis die nächste Nummer zu Ende ist. Mach ich. Danke. Kommen Sie. Gut Stegner, nicht wahr? Ja. Toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, nun singt für Sie Ruth Degner das Lied von Manfred Hallersberg, Vergiss mich nicht. Dies ist die letzte Nummer. Danach bitten wir Sie um Ihre Stimmabgabe für Ihren Favoriten. Und nun Ruth Degner. Bitte begrüßen Sie die junge Dame recht freundlich. Bitte, meine Herren. Toi, toi, toi. Sei mein.
womit kann ich Ihnen dienen, Herr Bürgermann? Ich habe eine Frage, Herr Peters. Ja, übrigens, sind Sie mit dem Nachwuchs, der sich heute bei uns hier vorstellt, zufrieden? Ja. Oh, verzeihen, Sie wollten ja etwas fragen. Ja, sagen Sie, dieses Mädchen, diese Ruth Degner, stammt sie aus Heidelberg? Ja, die Degners haben ja eine kleine Gärtnerei. Gärtnerei, so. Sehr begabt, dieses Fräulein Degner, nicht wahr? Ja. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht. Meine Damen und Herren, den ersten Preis in unserem Nachwuchswettbewerb erhielten die beiden Pianisten Herr Werner Friedrich und Herr Heinz Bachmann. Schiebung! Unerhört! Das ist ein Ding, wo ich doch Miss Schrebergarten war. So ein fauler Zauber! Schiebung! 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 Aber meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich doch. Den zweiten Preis erhielt Ruth Degner. Na also, siehst du, von den Sängern warst du doch die Beste. Und ich? Wo bleibe ich? Ich schaffe es nie. Übermorgen ist die Wahl der Miss Spätlese. Vielleicht haben Sie da mehr Glück. Miss Spätlese? Ja. Wundervoll, da mache ich mit. Du hättest den ersten Preis verdient. Aber sicher waren alle mein Lied schuld. Unsinn, dein Lied ist wunderschön. Ich habe nicht gut genug gesungen. Darf ich gratulieren? Sie waren großartig. Mein Name ist Brüggemann. Ich bin der Leiter der Nachwuchsabteilung der Schallplattengesellschaft Eurodur. Ich glaube, Sie haben Talent. Und deswegen möchten wir gern Probeaufnahmen von Ihnen machen. Dazu müssten Sie allerdings nach Hamburg kommen. Na, das ist doch prima. Na, wie ist's? Was meinst du, Manfred? Ich weiß nicht, ich. Doch, du musst selbst wissen, was du tust. Wer ist dir lieber, wenn ich nicht hinfahre? Ach, natürlich, wäre es schöner, wenn du hier bleibst, aber wenn du Karriere machen kannst. Vielen Dank, ich möchte nicht. Ich wollte eigentlich nur sein Lied ausprobieren, ob es ankommt. Sie verstehen? Ja, 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 ich verstehe. Falls Sie sich's doch noch überlegen sollten, hier ist meine Hamburger Adresse. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Und vielleicht doch einmal auf Wiedersehen. Wiedersehen. Du, das richtig na, war gratulieren, großartig. Ich glaube, ich habe dich verstanden. Du bist ein feiner Kerl. Und jetzt gehen wir alle zu uns. Diesen Abend müssen wir feiern, ja? Oh ja. Wieso denn zu euch? Können wir nicht woanders hingehen? Ach, keine Sorge. Henriette und Papp sind beide eingeladen. Also kommt, Kinder. Und du sagst den anderen Bescheid, Klaus. Ja, sie sollen nachkommen. Mach ich. Waldhorn? Junger Mann, sind Sie übergeschnappt? Na, dann wenigstens ein Tänzchen. Nein, von diesen neumodischen Tänzen halte ich gar nichts. Das war auch ganz unnötig. Im Gegenteil, mir imponiert das, wenn einer arbeitet. Fräulein Lilly, Sie sind eine Wolke. Wollen wir tanzen? Ja. Klaus, koch du für mich weiter. Du, Heinz. Ja? Löst mich mal ab. Ich möchte endlich mal mit Ruth tanzen. Ja, bitte. So ein
diesen Gedanken, Milord? Wenn ich mir das hier alles so ansehe, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich in einer Neubauwohnung ausnehmen würdest. So anderthalb Zimmer. Du brauchst gar nicht nachzudenken, da würde ich nie einziehen. Ich habe gehört, in so einem Neubau sollen die Wände schrecklich dünn sein. Wenn ein Parterre einer hustet, fallen die im fünften Stock aus dem Bett. Du trinkst ja noch einen Blue Boy, ja? Soll ich dir die Mischung verraten? Eine Freundin in England hat mir das Rezept gegeben. Aber du darfst es niemandem weitererzählen, ja? Ich verrate es niemandem. Wenn du eine Ahnung hättest, wie ich mich freue, dass du da bleibst. Das wirst du nicht bereuen, ich verspreche es dir. Ich weiß es, mein Freund. Wenn deine Mutter auch ganz andere Pläne hat und gewohnt ist, ihren Kopf durchzusetzen. Wie kommst du denn darauf? Das hat Königin Luise stolz meiner Großmutter verkündet. So, hat sie das? Na schließlich und endlich bin ich doch mein eigener Herr. Wir wollen doch mal sehen, wer hier seinen Kopf durchsetzt. Luise, sind Sie betrunken? Oh, gnädige Frau, entschuldigen Sie. Es war mir nur so in die Glieder gefahren. Was geht denn hier vor? Silenzio! Hört mal alle her! Halt dich fest, Ruth. Kinder, ich habe mich soeben mit Ruth verlobt. Kleinen Degner verlobt. Das ist das Fräulein aus dem Blumenladen, Herr Generaldirektor. Henriette, immer die Nerven behalten. Otto, ich bitte dich, schweig jetzt. Ja, guten Abend, Kinderchen. Amüsiert ihr euch gut? Und was für eine lustige Gesellschaft. Guten Abend, Frau. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Wenn ich nur wüsste, wo. Ja, Henriette, das ist Ruth Degner. Ach, richtig, die kleine Ruth. Sag mal, habe ich da eben was von Verlobung gehört oder täusche ich mich? Ja, Henriette, Ruth und ich haben... Aber, das ist doch wohl nur ein kleiner Partyscherz. Nicht wahr, Fräulein Degner? Nein, Henriette, Ruth und ich... Aber das macht doch nichts. Spaß muss sein. Otto, warum sagst du eigentlich kein Wort? Ja, gerne, mein Schätzchen. Seid nicht böse, Kinderchen. Es ist schon sehr spät. Ich fürchte, ich muss euch rauswerfen. Ich bin nämlich schrecklich müde. Noch ein Abschiedsschnäpschen, hm? Henriette, bitte. Manfred, siehst du denn nicht, dass ich wirklich nicht mehr kann? Diese Gesellschaft bei Staatsanwalt Reuter war furchtbar anstrengend. Also gute Nacht, Kinderchen. Otto, ich möchte schlafen gehen. Ich möchte nach Haus, Manfred. Ich bring dich selbstverständlich. Gute Nacht. Ich glaube, den Abschiedsschnaps können wir uns schenken. Wir gehen auch nach Hause. Nimm doch Henriette nicht ernst. Sie ist nun mal so. Deine Mutter war nicht misszuverstehen. Ach, warte bitte. Nach dir. Los, Jungs, wir gehen nach Hause. Mhm. Nach dir. Ich bring euch hinaus. Kinder, trotz der kleinen Dusche am Schluss war ein prima Abend. Ja. Nun sag doch endlich was. Was soll ich denn noch sagen, Manfred? Du musst das mit meiner Mutter nicht so tragisch nehmen. Hörst du? Bei ihr braucht es eben Zeit. Bei ihr muss man diplomatisch sein, dann erreicht man alles. Nun lach doch schon, Brühe. Morgen sieht alles ganz anders aus. Das habe ich bis heute Abend auch geglaubt, Manfred. Jetzt kann ich nicht mehr. Da ist hier mein Schlüssel. Gute Nacht, Ruth. Guten Morgen, Frau Degner. Guten Morgen, Herr Manfred. Nanu, wo ist denn Ruth? Sie hat gestern Abend ihren Talisman im Wagen liegen lassen. Ruth ist heute mit dem Frühzug nach Hamburg gefahren. Ohne mir ein Wort zu sagen? Etwa zu dieser Schallplattenfirma? Ja. Und ich habe ihr zugeredet, auf jeden Fall mal dort zu bleiben. Aber wie konnten Sie das tun? Weil es zu nichts Gutem führen kann. Das mit Ruth und Ihnen. Aber ich gebe eher meine Familie auf als Ruth. Das sagt sich so leicht. Aber haben Sie dabei auch an Ihre Zukunft gedacht? Wie die werden soll?
Sie haben ja noch gar nicht Ihr Examen gemacht. Wovon sollt ihr zwei denn leben? Auch darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Naja, schlimmstenfalls, ich könnte ja Pianist werden. Aber Herr Manfred, der Erbe der Hallersbergwerke? Nein, das wäre nicht richtig. Denken Sie doch mal in Ruhe darüber nach. Ja? Gut, das verspreche ich Ihnen, Frau Degner. Und wenn Ihnen wirklich so viel an Ruth liegt, dann wird eines Tages auch alles wieder gut. Wir Gärtner haben ein altes Sprichwort. Wenn's Rosen sind, werden sie blühen. Verstehen Sie, was ich meine? Schicken Sie ihr bitte den Säppel nach. Mhm. Verzeihen Sie, ich sammle Unterschriften. Ich unterschreibe nicht. Ja, aber es ist für eine... Für was, das ist es mir schnurzegal, ich unterschreibe nicht. Es handelt sich um... Ja klar, dass Sie mir weismachen wollen, es handelt sich um eine gute Sache. Aber ob für es sich wirklich handelt, das erfährt man immer erst hinterher. Ich unterschreibe nicht. Ich bin Studienrat Gerber. Und? Sie können sein, wer Sie wollen, ich unterschreibe nicht. Na, hören Sie mal. Ach, hören Sie mal. Da kann ja kommen, wer will. Ich unterschreibe nie wieder was. Na, da haben wir schon eine ganze Menge unterschrieben. Tja, denn, ja, dann mache ich natürlich auch mit. Es freut mich. Schließlich darf man als verantwortungsbewusster Mensch nicht zusehen, wie dieser Kaplan unsere Jugend irreleitet. Ja, Sie haben ganz recht, Herr Studienrat. Haben Sie einen Bleistift? Ja, mit dem Jatzkeller fängt's an und mit Striptease oder wie das nackigste Zeug heißt, hört's auf. Bitte, hat denn ihr euch irgendwas angestellt, dass Sie so gegen den Kaplan sind? Rügger war immer ein guter Schüler. Aber diesmal hat er ein Zeugnis nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, ob er versetzt wird. Negerlieder studiert dieser Kaplan mit den Jungen sein. Negerlieder. Also wenn der Bischof erst die Liste mit unseren Unterschriften kriegt, dann versetzt er ihn bestimmt nach Afrika. Grün ist das Land am Ort Mississippi, wenn dort die Sie meint dich? Joho, Old Mississippi, Old Mississippi. Hallo, Erik. Ich muss dich sprechen. Ich wollte dich an der Tankstelle abholen, aber du warst... Leise, wir stören uns bei der Probe. Walter, warum weißt du mir in letzter Zeit so aus? Habe ich dir was getan? Aber Erik, versteh mich doch. Ich möchte nicht, dass es mir eines Tages genauso geht wie Ruth. Dass man mich hinaus komplimentiert, entschuldige. Das ist doch bei uns was ganz anderes. Wie kannst du nur so etwas denken? Nein. Es ist bei uns genau dieselbe Geschichte wie bei Ruth und Manfred. Genau dieselbe. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Eben, Erik. Du bist ein sehr lieber Kerl und ich mag dich verdammt gern. Wirklich? Wirklich? Ich habe sogar mal einen Heiratsantrag gemacht. Das hast du gar nicht gemerkt. Ein Heiratsantrag und das soll ich nicht gemerkt haben? Das merkt jede Frau. Du nicht. Wir unterhielten uns über eine Neubauwohnung. Anderthalb Zimmer, weißt du noch. Ach so. Du hast vollkommen richtig reagiert, du hast gelacht. Du konntest das alles gar nicht, konntest dir das alles gar nicht vorstellen. Alter, also bitte. Herr Kaplan soll dafür sorgen, dass hier ein bisschen Ruhe wird? Nein, danke, es ist sowieso Zeit für mich. Danke. Also am Freitag kommen wir zur nächsten Probe zusammen. War schon sehr schön heute. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kaplan. Guten Nacht, Herr Kaplan. Auf Wiedersehen. Also Walter, jetzt hör mir bitte einmal zu. Glaub mir, wir können hier nicht darüber reden.
Eugen, warum kommst du denn erst jetzt? Nun ist die Probe aus. Herr Kaplan, ich konnte nicht früher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eugen, was ist los? Wo warst du? Walter, Papi sammelt Unterschriften gegen den Kaplan. Hm? Er will beim Bischof erreichen, dass er versetzt wird. Das kann nicht wahr sein. Doch, er hat sogar bei uns im Haus gesammelt. Walter, du musst was unternehmen. Ja, das werde ich auch. Geh du erst mal nach Hause, sonst gibt's wieder Krach. Man hat schon so seinen Kummer mit den Eltern. Und keinen Augenblick kann man sie alleine lassen. Gleich stellen sie wieder was an. Recht hast du. Ab mit dir, los. Scheißlich. Ausgerechnet mein alter Herr steckt dahinter. Was kann man da nun machen? Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir irgendeinen Weg finden, um dem Kaplan zu helfen. Bitte warten Sie einen Augenblick. Sag mal, wie redet man denn so einen Bischof an? Ich glaube, Euer Eminenz. Aber was? Mit Eminenz redet man Kardinäle an. Psst, Peter, die sind ja nicht bei uns im Tunnel. Nur seid doch nicht so kleinlich. Der Bischof ist auch bloß ein Mensch. Wir hätten ja den Kaplan fragen können. Ach was, wenn der Kaplan von der ganzen Sache nichts erfahren soll, können wir ihn doch nicht fragen. Achtung! Er kommt. Dass du ihn nicht anpumpst. Grüß Gott. Sie haben mich um eine Unterredung gebeten. Um was handelt es sich? Ja. Grüß Gott, Herr Bischof. Euer Eminenz. Eure Eminenz, Verzeihung, aber ich... Sie haben doch hoffentlich keine Hemmungen vor mir. Doch, ziemlich. Ich war nämlich noch nie mit einem Bischof, mit einer Eminenz zusammen. Es ist nämlich... Menschen, hilf mir doch. Ja. So helfen Sie ihm doch ein bisschen. Es handelt sich doch wohl um ein Anliegen, das Sie alle gemeinsam haben. Ja, Euer Eminenz. Wir sind Mitglieder eines Jazzclubs. Wir machen Musik. Aha. Und was soll ich dabei machen? Ich spiele zwar Cello, aber nicht sehr gut. Das ist ein Hobby. Das ist ja prima. Ich meine, es ehrt uns sehr, dass Euer Eminenz auch ein Hobby belieben zu haben. Euer Eminenz, wir möchten gerne ein Konzert veranstalten. Ein Wohltätigkeitskonzert. Im Heidelberger Schloss, genauer gesagt im Königssaal. Aber wir machen moderne Musik. Musik von heute. Und die ganze Einnahme bekommen Sie für die Caritas. Die ganze. Sehr schön. Und weshalb sind Sie zu mir gekommen? Tja, es ist eine kleine Bedingung dabei. Bedingung? Ja. Mein junger Freund, ich lasse mir im Allgemeinen keine Bedingung stellen. Wir haben eine Bitte, Euer Eminenz. Eine große Bitte. Wir möchten Euer Eminenz doch herzlich bitten, zu diesem Konzert zu kommen. Und warum soll ich kommen? Dafür haben wir unsere Gründe. Glauben Sie das bitte. Oh, davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass es gute Gründe sind. Ich werde kommen. Nein, Heinz. Das Birton ist ein geistliches Lied. Wie ist es denn eigentlich entstanden? Ja, die Entstehung ist auf den Einfluss der europäischen Kirchenmusik zurückzuführen. Wo hat man dieses Spiritual zuerst gesungen? In Amerika. Und nicht, wie vielleicht viele von euch annehmen, in Afrika. Und seit wann singt man sie bitte? Man hat sie um die Jahrhundertwende gesungen. Und populär gemacht wurden sie durch das Golden Gate Quartett, das 1938 nach New York kam. Heute sagen wir es Ihnen. Ja, aber vom Bischof kein Wort. Glaubst du, er weiß schon etwas von der Unterschriftensammlung? Stimmt nicht, keine Ahnung. Er wird es auch nicht erfahren. Ja, ist gut, hör mal auf. Herr Kaplan? Ja, Walter, was gibt's? Wir haben vor, ein Konzert zu veranstalten zugunsten der Caritas. Ach, das ist ja großartig. Und im Rahmen dieses Konzertes haben wir auch einen Spiritual geplant. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie es dirigieren würden. Ja, das wäre schön. Ja, das ist eine gute Idee, das würde ich mir überlegen. Aber dann muss der Chor vergrößert werden, dann brauche ich mindestens noch 10 gute Stimmen. Das geht in Ordnung. Vor allem Freddy müsste ich dazu haben, ja. Sie müssen unbedingt mitmachen. Herr Kaplan, ich tue alles für Sie, wirklich. Ich verkaufe die Karten, ich mache die Beleuchtung, ich spiele Platzanweiser. Aber öffentlich auftreten, nee, dazu können Sie mich nicht kriegen. Ich hole lieber was zu trinken. Also, aussichtslos. Sag mal, ist das nicht Al Nicholas? Ja, das ist er. Al Nicholas. Zur Begrüßung unserer Erkennungsnummer.
mitgebracht, damit er mal Walter hört. Nein, Mr. Niklas, ich bin kein Berufsmusiker. Ich studiere. So what are you studying? Er studiert Maschinenbau. Ja. Gee, that's very good. Lots of luck to you. Dankeschön, Mr. Niklas. Gleichfalls. Und schönen Dank noch für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Bye. Goodbye, bye, sir. Bye. Goodbye. Gee, you know a guy plays a lot of trumpet. I'd like to get his address. Ich kenne Sie. Okay. Unfassbar. Nun sag mir doch endlich, von wem das Telegramm ist. Das Telegramm ist nicht an mich, sondern an Walter. Na und? Red schon. Was steht denn drin? Ein Mann namens Niklas bietet Walter $300 wöchentlich. Als Maschinenbauingenieur? Als Trompeter in Amerika. $300 wöchentlich. Das sind im Monat $1200. Umgerechnet fast 5000 D-Mark. Als Trompeter. 5000 Mark, so viel wie ich als Studienrat im halben Jahr verdiene. Jawohl. Mit der Musik, wegen der du Walter seit Jahren das Leben schwer gemacht hast. Aber das eine sage ich dir, wenn du Walter diese Chance wieder verdirbst, dann ist mir... Anna, du redest, als ob ich Walters Feind wäre. Es ist mir manchmal so vorgekommen. Es ist nicht wahr. Ich verstehe ihn nur manchmal nicht. Glaubst du, du findest den Weg zum Herzen deiner Söhne durch Härte und Unverständnis? Anna... Siehst du denn nicht, wie unglücklich Eugen ist, weil du ihm verbietest, in den Jazzclub zu gehen? Ich werde Eugen mit dem Telegramm zu Walter schicken. Das wirst du schon selbst tun müssen. Ich habe Eugen gegen deinen Willen erlaubt, an den Proben zu dem Konzert teilzunehmen. Du wirst schon sehen, mein Bruder holt mich nach Amerika und ich werde sein Manager. Pass bloß auf, dass du nicht die Managerkrankheit kriegst. Quatsch. Mensch, Walter, du hast wirklich einen Mordsdusel. Aber unser Konzert machst du doch noch mit. Ist doch Ehrensache. Ich weiß nur noch nicht, ob ich annehme. Was meinst du, Manfred? Klar musst du annehmen. So ein Angebot kommt ja nicht alle Tage. Gehen wir noch ein Stück zusammen, Herr Kaplan? Ja, gern. Ich möchte gern mit Ihnen über Mr. Niklas sprechen. Bitte. Tschüss, Jungs. Tschüss. Also, Walter, was ist? Ja, ich hätte gern auch Ihren Rat gehört. Was halten Sie von der Sache? Ja, die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Ob Sie jemals als Ingenieur so viel Geld verdienen werden? Kaum. Das glaube ich auch. Andererseits stellen Sie sich vor, Sie werden von nun an Ihr Leben lang Trompete blasen. Ich weiß, was Sie meinen. Wirklichen Erfolg hat man da nur ein paar Jahre. Als Trompeter müssen Sie langsam abbauen. Als Ingenieur wird es für Sie den umgekehrten Weg geben, den von unten nach oben. Sagen Sie, was wollten Sie denn werden, als Sie ein kleiner Junge waren? Da wollte ich immer Brücken bauen. Und außerdem Musik machen, aber so nebenbei. Na bravo, jetzt haben wir es, so nebenbei. So nebenbei kann man nämlich auch Musik machen, wenn man Ingenieur ist. Aber so nebenbei kann man keine Brücken bauen, wenn man Musiker ist. Hm? Und Schach. Und Matt. Okay, Paps. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los in letzter Zeit? Ach, Paps, lass nur. Nein, nein, nein. Also jetzt mal raus mit der Sprache. Vielleicht kann ich dir helfen. Paps, ja? Sehe ich so aus, als könnte ich nicht auch in einer anderthalb Zimmerwohnung leben, in einem Neubau? Wieso? Gibt es jemanden, der das bezweifelt? Tag, Vater. Du, Erich, ich habe eine große Neuigkeit für dich. Walter hat ein tolles Angebot von Ale Niklas bekommen für eine Auslandstournee. Und wird das annehmen? Natürlich wird er das. Er wird doch nicht so dumm sein und ablehnen. Aber das ist doch Wahnsinn. Er steht kurz vor seinem Examen als Ingenieur. Ah, das ist der mit der Neubauwohnung. Ne? Ja, der ist es. Wäre ich nur mehr in diese verflixte Tankstelle gefahren. Ja, ja, ja. Ach. Guten Abend, Walter. Guten Abend, Vater. Ich muss dir aber gratulieren. Du hast eine wirklich große Chance. Ja, das habe ich. Wenn ich annehme, dann geht es euch endlich besser. Mutter kann nach Bad Kissingen fahren und du brauchst keine Nachhilfestunden mehr zu geben. Walter, du sollst jetzt nicht an uns denken. Wir haben es so lange auch ohne Hilfe geschafft. Es geht jetzt wohl um dich. Ich habe manchmal bei dir nicht ganz den richtigen Ton getroffen, aber ich habe es immer gut gemeint. Wenn die Musik dir so viel bedeutet, dass du für dich darin die Erfüllung siehst, Mutter und ich werden dir nicht im Weg stehen. Ich danke dir, Vater. Aber ich habe mich schon entschieden. Ich bleibe. Ich habe mit Kaplan Sommer darüber gesprochen. Ich bleibe hier und studiere weiter. Das hat dir dieser Kaplan Sommer geraten? Ja, dieser Kaplan Sommer. Tschüss, Vater. Er bleibt.
Er bleibt, Anna. Anna! Anna! Er bleibt! Hallo, Lilly! Großartig siehst du aus. Ein Glück, dass es nicht geregnet hat. Ich konnte es kaum erwarten, dich zu sehen. Dieser Professor Bergold findet leider nie ein Ende. Hat denn noch nie ein Mädchen auf ihn gewartet? Kaum. Sag mal, hat Manfred heute Vorlesung? Entschuldigung. Er muss jeden Augenblick hier sein. Ach, da ist er ja. Hallo, Manfred! Manfred! Tag, was ist denn hier los? Augenblick, Meier. Du, ich habe mir gerade was überlegt. Ich weiß nicht. Aber ich finde, in unserem Konzert, da fehlt jemand, der so richtig hinhaut. Und ich habe da so ganz bestimmte Vorstellungen. Na und? Dann wollte ich mit dir drüber reden. Etwa Ruth? Genau. Wie wäre es, wenn du sie bitten würdest, bei uns zu singen? Du, das ist eine großartige Idee. Wenn Ruth singt, ist das Haus bestimmt voll. Mhm, das ist klar. Bei der Karriere, die sie inzwischen gemacht hat? Ruth wird nicht daran denken, nach Heidelberg zu kommen. Und wenn du ihr schreibst? Das wird kaum etwas nützen, denn sie hat mir nicht mehr geschrieben, seitdem ich damals bei ihr in Hamburg war. Du warst bei ihr in Hamburg? Tja, ich habe sie gebeten, zurückzukommen. Aber sie hatte schon einen Vertrag unterschrieben. Und seitdem hat sie nichts mehr von sich hören lassen. Aber wenn Nein, du... bitte, macht euch keine Illusionen. Ruth wird nicht kommen. Seid mir nicht böse, ich muss nach Hause. Manfred ist unglücklich. Ja, das merke ich schon lange. Man müsste ihn irgendwie ablenken. Na, vielleicht treiben wir eine neue Flamme für ihn auf. Du spinnst wohl. Warum denn eine neue? Warum soll er denn nicht bei seiner alten Flamme bleiben? Ja, natürlich, Lilly hat recht. Also ich werde Ruth schreiben. Das wird eine großartige Überraschung für Manfred werden. Na, das wird's. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir schreiben ja alle zusammen. Ja. Manu, was gibt's denn? So strahlend habe ich Sie gar lange nicht gesehen. Ich fahre nach Heidelberg. Die Jungs haben mir geschrieben, ich soll dort singen. Ja, aber hören Sie, ich habe ein Angebot für eine Skandinavien-Tournee. Ihre erste internationale Chance. Skandinavien-Tournee? Ja, dann kommen Sie, Ruth, wir müssen darüber reden. Was denn? Jetzt sollen wir wieder unterschreiben, damit Ihr Kaplan nicht versetzt wird? Immerhin sind Sie Studienrat. Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Naja, die anderen haben ja ihre Unterschriften auch zurückgezogen. Danke, Herr Bischemann. Wissen Sie, im Grunde genommen war der Mann mir ja immer sympathisch. Ich dachte nur, weil die anderen auch unterschrieben haben. Danke, Herr Farmer. Wiedersehen. Aber bloß hatte. Die singen doch wunderschön und gar nicht wie die Wilden. Psst, Ruhe! Muss ich dir ja die 20 Mark zurückgeben. Du bist mir also böse. Nein, und wir müssen endlich anfangen zu sparen. Wieso? Für unsere Neubauwohnung. Soll das etwa heißen? Das soll heißen, dass ich deinen hartnäckigen Bemühungen meine Wenigkeit nicht mehr länger widerstehen kann. Und wenn auch einer im Parterre hustet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Die Einnahme des heutigen Abends. Ganz hübsche Summe. Gib das Geld in der Pause dem Bischof. Und du sorgst bitte dafür, dass er hinter die Bühne kommt, ja? Tue ich. Tja. Sag mal, Manfred, merkst du nicht, dass du uns ein bisschen stößt? Verzeihung. Oh, ja.
Das mit dem Kaplan habe ich wieder in Ordnung gebracht. Dank dir, Heinrich. Man kann sagen, was man will. Ein schönes Programm. Bis jetzt wenigstens. Sieh mal, Otto. Du hast die kleine Degener ganz groß angekündigt. Hast du ihr vielleicht nicht doch ein bisschen Unrecht getan, Henny? Ich fürchte, ja. Und Sie wissen gar nicht, ob sie kommt? Nein, ich verstehe das nicht. Eure Eminenz, darf ich Sie bitten, mit zu uns hinter die Bühne zu kommen? Ja, aber gern, mein Sohn. Ich hab's ja gleich gesagt, Ruth kommt nicht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja, was machen wir denn nun? Ja, was machen wir? Irgendjemand muss für Ruth einspringen. Ja, wer denn? Halt, Freddy! Hier geblieben. Diesmal dürfen Sie sich nicht drücken. Aber Herr Kaplan, ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, dass ich alles für Sie tue. Scheinwerfer und Sie Beleuchtung. Müssen uns helfen. Ja, aber ich kann doch noch unmöglich so auf die Bühne gehen. Genau so können Sie gehen. Freddy, unser Konzert steht auf dem Spiel. Na also, Herr Kaplan, dann haben Sie mich doch noch geschafft. Prima, Freddy, los, hau rein! So, bitte, Herr Bischof, hier. Grüß Gott, Herr Kaplan. Ich gratuliere Ihnen. Es war wunderschön. Ich danke, Eure Eminenz. Eure Eminenz, darf ich mir erlauben, Ihnen die Einnahmen des heutigen Abends zu überreichen? Hier. Ich danke Ihnen, meine jungen Freunde. Es war mir eine wirkliche Freude, Sie zu hören. Das ist aber nicht meine Adresse. Oje. Das war der falsche. Da sind auch nur 20 Mark drin. Der hier, bitte. Ja, ja, so etwas kann passieren. Ja, die Bedingung. Was? Was denn? Schon wieder eine Bedingung? Nein, natürlich keine Bedingung, Herr Bischof. Wir haben nur eine Bitte. Ja? Wir möchten zu gern unseren Kaplan behalten und möchten Sie bitten, ihn doch nicht zu versetzen. Ja, aber meine Herren, wie kommen Sie denn darauf? Davon kann doch überhaupt keine Rede sein. Kaplan Sommer gehört doch wohl zu Ihnen. Ja, Herr Bischof, der gehört zu uns. Ja. Eminenz, das verstehe ich gar nicht. Schon guter Kaplan. Meine jungen Freunde und ich, wir verstehen es schon. Aha, es geht weiter. Also, ich wünsche Ihnen noch schönen Erfolg. Dankeschön, Eure Eminenz. Auf Wiedersehen, Eure Eminenz. Das war ein großartiger Mann, Ihr Chef. Was sagen Sie, Walter, war da von einer Versetzung die Rede? Bitte nicht jetzt, Herr Kaplan. Sprechen wir später. Los, die Bühne. Komm, Freddy, los, toi, toi, toi. Komm. Großmutter. Ach, da bist du ja. Ah, guten Tag, Freund Degner. Sie haben sich aber herausgemacht. Danke, Fräulein Luise. Bis nachher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kleine Programmänderung. Ich möchte Ihnen jetzt Freddy vorstellen, ein Mitglied unseres Clubs. Er wird begleitet von unserer Combo. Tempico! Hey, Tempico! Tempico! Hey, que bonita, Tempico! Fällt mir der Abschied auch überall schwer, aber es hält auf der Welt mich nichts mehr. Hör ich den Ruf von der Landstraße her, Tempico! Tempico! Tempico, 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 einmal in Tempico, einmal in Tempico, einmal nur möchte ich dort sein. Denn nur in Tempico bleibt keiner lange allein. Dort gibt's für jeden immer nur Sonnenschein. Liegt auch mein Ziel noch so fern und so weit, sind auch die Wege und Straßen verschneit. Hör ich den Ruf, hab ich nirgends mehr Zeit. Tempico, 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 Tempico. Einmal in Tempico, einmal in Tempico, einmal nur möchte ich dort sein. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Weiß Manfred davon? Nein, er glaubte nicht, dass Sie kommen würden. Meinen Sie, er wird sich freuen?
Ja, und wie? Aber lassen Sie sich noch nicht sehen. Das muss eine Überraschung sein. Ich werde nur Walter Bescheid sagen. Fällt mir der Abschied auch überall schwer, aber es hält auf der Welt mich nichts mehr. Hör ich den Ruf von der Landstraße her, Tempico, 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 Tempico. Bist du doch, da hätte ich doch gar nicht zu singen brauchen. Beruhige dich, Freddy, du warst großartig. Oh, danke. Meine Damen und Herren, als nächstes singt jetzt für Sie ein Kind unserer Stadt Heidelberg. Ruth Degener. Zeit mit dir war viel zu schön. Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, auch wenn wir auseinandergehen. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie da. Darum bitte ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei beruhigen Sie sich doch. Den zweiten Preis erhielt Ruth Degener. Na also, siehst du, von den Sängern warst du doch die Beste. Und ich? Wo bleibe ich? Ich schaffe es nie. Übermorgen ist die Wahl der Miss Spätlese. Vielleicht haben Sie da mehr Glück. Miss Spätlese? Ja. Wundervoll, da mache ich mit. Du hättest den ersten Preis verdient. Aber sicher waren alle mein Lied schuld. Unsinn, dein Lied ist wunderschön. Ich habe nicht gut genug gesungen. Darf ich gratulieren? Sie waren großartig. Mein Name ist Brüggemann. Ich bin der Leiter der Nachwuchsabteilung der Schallplattengesellschaft Eurodur. Ich glaube, Sie haben Talent und deswegen möchten wir gern Probeaufnahmen von Ihnen machen. Dazu müssten Sie allerdings nach Hamburg kommen. Na, das ist doch prima. Na, wie ist's? Was meinst du, Manfred? Ich weiß nicht, ich. Doch, du musst selbst wissen, was du tust.
Wäre es dir lieber, wenn ich nicht hinfahre? Ach, natürlich wäre es schöner, wenn du hier bleibst, aber wenn du Karriere machen kannst. Vielen Dank, ich möchte nicht. Ich wollte eigentlich nur sein Lied ausprobieren, ob es ankommt. Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Falls Sie sich's doch noch überlegen sollten, hier ist meine Hamburger Adresse. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Und vielleicht doch einmal auf Wiedersehen. Wiedersehen. Du, das richtig na, war das. Ich glaube, ich habe dich verstanden. Du bist ein feiner Kerl. Und jetzt gehen wir alle zu uns. Diesen Abend müssen wir feiern, ja? Oh ja. Wieso denn zu euch? Können wir nicht woanders hingehen? Ach, keine Sorge, Henriette und Papp sind beide eingeladen. Also kommt, Kinder. Und du sagst den anderen Bescheid, Klaus. Ja, sie sollen nachkommen. Mach ich. Waldhorn? Junger Mann, sind Sie übergeschnappt? Na, dann wenigstens ein Tänzchen. Nein, von diesen neumodischen Tänzen halte ich gar nichts. Das war auch ganz unnötig. Im Gegenteil, mir imponiert das, wenn einer arbeitet. Fräulein Lilly, Sie sind eine Wolke. Wollen wir tanzen? Ja. Klaus, koch du für mich weiter. Du, Heinz. Ja? Löst mich mal ab. Ich möchte endlich mal mit Ruth tanzen. Ja, bitte. Was ich alles so ansehe, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich in einer Neubauwohnung ausnehmen würdest. So anderthalb Zimmer. Du brauchst gar nicht nachzudenken, da würde ich nie einziehen. Ich habe gehört, in so einem Neubau sollen die Wände schrecklich dünn sein. Wenn ein Parterre einer hustet, fallen die im fünften Stock aus dem Bett. Du trinkst doch noch einen Blue Boy, ja? Mhm. Soll ich dir die Mischung verraten? Eine Freundin in England hat mir das Rezept gegeben. Aber du darfst es niemandem weitererzählen, ja? Ich verrate es niemandem. Wenn du eine Ahnung hättest, wie ich mich freue, dass du da bleibst. Das wirst du nicht bereuen, ich verspreche es dir. Ich weiß es, Manfred. Wenn deine Mutter auch ganz andere Pläne hat und gewohnt ist, ihren Kopf durchzusetzen. Wie kommst du denn darauf? Das hat Königin Luise stolz meiner Großmutter verkündet. So, hat sie das? Na schließlich und endlich bin ich doch mein eigener Herr. Wir wollen doch mal sehen, wer hier seinen Kopf durchsetzt. Luise, sind Sie betrunken? Oh, gnädige Frau, entschuldigen Sie. Es war mir nur so in die Glieder gefahren. Was geht denn hier vor? Silenzio! Hört mal alle her! Halt dich fest, Ruth. Kinder, ich habe mich soeben mit Ruth verlobt. Kleinen Degner verlobt. Das ist das Fräulein aus dem Blumenladen, Herr Generaldirektor. Henriette, immer die Nerven behalten. Otto, ich bitte dich, schweig jetzt.
Ich weiß gar nicht, was das Schmierrad Gerber bloß hatte. Die singen doch wunderschön und gar nicht wie die Wilden. Psst, Ruhe! Joho, Old Mississippi, Old Mississippi, du sahst so viel Freud und Leid, doch du fließt unbeirrt in die Welt. Zu Eugen. Grün bleibt das Land am Old Mississippi. Heute und für alle Zeit. Schließlich einmal muss ich dir die 20 Mark zurückgeben. Du bist mir also böse. Nein. Und wir müssen endlich anfangen zu sparen. Wieso? Für unsere Neubauwohnung. Soll das etwa heißen? Das soll heißen, dass ich deinen hartnäckigen Bemühungen meine Wenigkeit nicht mehr länger widerstehen kann. Und wenn auch einer im Parterre hustet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Die Einnahme des heutigen Abends. Ganz hübsche Summe. Gib das Geld in der Pause dem Bischof. Und du sorgst bitte dafür, dass er hinter die Bühne kommt, ja? Tu ich. Tja. Sag mal, Manfred, merkst du nicht, dass du uns ein bisschen stößt? Verzeihung. Mit dem Kaplan habe ich wieder in Ordnung gebracht. Dank dir, Heinrich. Man kann sagen, was man will. Ein schönes Programm. Bis jetzt wenigstens. Sieh mal, Otto. Du hast die kleine Degener ganz groß angekündigt. Hast du ihr vielleicht nicht? Nicht drücken. Aber Herr Kaplan, ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, dass ich alles für Sie tue. Scheinwerfer und Sie Leute. Müssen uns helfen. Ja, aber ich kann doch unmöglich so auf die Bühne gehen. Genau so können Sie gehen. Freddy, unser Konzert steht auf dem Spiel. Na also, Herr Kaplan, dann haben Sie mich doch noch geschafft. Prima, Freddy, los, hau rein. So, bitte, Herr Bischof, hier. Grüß Gott, Herr Kaplan, ich gratuliere Ihnen. Es war wunderschön. Ich danke, Eure Eminenz. Eure Eminenz? Darf ich mir erlauben, Ihnen die Einnahmen des heutigen Abends zu überreichen? Hier. Ich danke Ihnen, meine jungen Freunde. Es war mir eine wirkliche Freude, Sie zu hören. Das ist aber nicht meine Adresse. Oje, das war der falsche. Da sind auch nur 20 Mark drin. Der hier, bitte. Ja, so etwas kann passieren. Ja, die Bedingung. Was? Was denn? Schon wieder eine Bedingung? Nein, natürlich keine Bedingung, Herr Bischof. Wir haben nur eine Bitte. Ja? Wir möchten zu gern unseren Kaplan behalten und möchten Sie bitten, ihn doch nicht zu versetzen. Ja, aber meine Herren, wie kommen Sie denn darauf? Davon kann doch überhaupt keine Rede sein. Kaplan Sommer gehört doch wohl zu Ihnen. Ja, Herr Bischof, der gehört zu uns. Ja. Eminenz, das verstehe ich gar nicht. Schon guter Kaplan. Meine jungen Freunde und ich, wir verstehen es schon. Aha, es geht weiter. Also, ich wünsche Ihnen noch schönen Erfolg. Dankeschön, Eure Eminenz. Auf Wiedersehen, Eure Eminenz. Das war ein großartiger Mann, Ihr Chef. Was sagen Sie, Walter, war da von einer Versetzung die Rede? Bitte nicht jetzt, Herr Kaplan. Sprechen wir später. Los, Freddy, los, toi, toi, toi. Komm. Großmutter. Ach, da bist du ja. Ah, guten
Guten Tag, Frau Degner. Sie haben sich aber herausgemacht. Danke, Fräulein Luise. Bis nachher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kleine Programmänderung. Ich möchte Ihnen jetzt Freddy vorstellen, ein Mitglied unseres Clubs. Er wird begleitet von unserer Combo. Tempico! Hey, Tempico! Tempico! Hey, Gabriela, Tempico! Fällt mir der Abschied auch überall schwer, aber es hält auf der Welt mich nichts mehr. Hör ich den Ruf von der Landstraße her, Tempico, 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 Tempico. Einmal in Tempico, einmal in Tempico, einmal nur möchte ich dort sein. Denn nur in Tempico bleibt keiner lange allein. Dort gibt's für jeden. Da, Papa. Setz dich hin, Eugen. Du hast dir doch immer ein Briefmarkenalbum gewünscht. Ich schenke dir meins. Deine Sammlung? Ja, mein Junge. Es sind wertvolle Stücke darunter. Eigentlich wollte ich es Walter schenken. Aber weil du so ein vernünftiger Junge bist, schenke ich es dir. Und Walter? Was hast du eigentlich gegen Walter und gegen seine Freunde? Und seine Musik? Sogar unser Herr Kaplan macht damit. Er studiert mit uns Spirituals ein. Was bitte? Negerlieder. Eugen, du behauptest, Kaplan Sommer studiert mit euch Negerlieder ein? Hottentottengesänge? Wie du das wieder sagst, als ob das etwas ganz Schlimmes wäre. Das ist es auch. Aber das verstehst du nicht. Hör zu, Eugen. Ich wünsche nicht, dass du dabei mitmachst. Jetzt hast du mir verboten, zu Walters Musikabenden zu gehen. Und nun darf ich nicht mal mehr zu unserem Kaplan? Nein. Ein Kaplan, der mit halbstarken Negermusik macht. Der Kaplan ist besser als du, Vati. Der versucht wenigstens, uns zu verstehen. Aber du? Behalt nur dein Album. Ich mag es nicht. Mit Eugen, Heinrich? Nichts, Anna. Aber gegen den Kaplan muss ich was unternehmen. Ich werde dafür sorgen, dass er versetzt wird. Und wenn ich Unterschriften sammle. Oh. Wollen wir noch irgendwo hingehen? Ja, ja. Das heißt, leider. Wissen Sie, ich muss noch zu meinem Professor wegen meiner Doktorarbeit. Ach, dann sehen wir uns morgen Abend, ja? Morgen Abend muss er leider auch hin. Ja, das heißt, wie wäre es morgen Nachmittag? Da kann ich nicht. Aha. Halten Sie sich an mich. Mir ist kein Professor so wichtig wie ein hübsches Mädchen. Grüß den Professor schön. Gulasch mache ich aus dem. Zerriebene Semmelbrösel, kleingehackte Petersilie. Ach, tröste dich, Peter. Es gibt doch so viele nette Mädchen auf dieser Welt. Ja, ja. Aber so eine wie die? Moment mal. Hört mal alle her. Die große Chance. Musikalischer Wettbewerb im Corso. Wir suchen Nachwuchstalente. Die Gewinner erhalten Schallplattenverträge und Prämien. Das wäre doch was für dich, Ruth. Da solltest du unbedingt mitmachen. Wie kommst du denn darauf? Ich will doch nicht Sängerin werden. Das verstehe ich nicht. Manfred ist so begeistert von deiner Stimme. Ja, vor allem könnten wir bei der Gelegenheit gleich feststellen, wie sein Lied beim Publikum ankommt. Meint ihr wirklich, ich soll? Ja. Du würdest... Wirklich gegen Walter und gegen seine Freunde. Und seine Musik. Sogar unser Herr Kaplan macht damit. Er studiert mit uns Spirituals ein. Was bitte? Negerlieder. Eugen, du behauptest, Kaplan Sommer studiert mit euch Negerlieder ein? Hottentottengesänge? Wie du das wieder sagst, als ob das etwas ganz Schlimmes wäre. Das ist es auch. Aber das verstehst du nicht. Hör zu, Eugen. Ich wünsche nicht, dass du dabei mitmachst. Jetzt hast du mir verboten, zu Walters Musikabenden zu gehen. Und nun darf ich nicht mal mehr zu unserem Kaplan? Nein. Ein Kaplan, der mit halbstarken Negermusik macht. Der Kaplan ist besser als du, Vati. Der versucht wenigstens, uns zu verstehen. Aber du? Behalt nur dein Album. Ich mag es nicht.
Ist was mit Eugen, Heinrich? Nichts, Anna. Aber gegen den Kaplan muss ich was unternehmen. Ich werde dafür sorgen, dass er versetzt wird. Und wenn ich Unterschriften sammle. Wollen wir noch irgendwo hingehen? Ja, ja. Das heißt, leider. Wissen Sie, ich muss noch zu meinem Professor wegen meiner Doktorarbeit. Ach, dann sehen wir uns morgen Abend, ja? Morgen Abend muss er leider auch hin. Ja, das heißt, wie wäre es morgen Nachmittag? Da kann ich nicht. Aha. Halten Sie sich an mich. Mir ist kein Professor so wichtig wie ein hübsches Mädchen. Grüß den Professor schön. Gulasch mache ich aus dem. Zerriebene Semmelbrösel, kleingehackte Petersilie. Ach, tröste dich, Peter. Es gibt doch so viele nette Mädchen auf dieser Welt. Ja, ja. Aber so eine wie die? Moment mal. Hört mal alle her. Die große Chance. Musikalischer Wettbewerb im Corso. Wir suchen Nachwuchstalente. Die Gewinner erhalten Schallplattenverträge und Prämien. Das wäre doch was für dich, Ruth. Da solltest du unbedingt mitmachen. Wie kommst du denn darauf? Ich will doch nicht Sängerin werden. Das verstehe ich nicht. Manfred ist so begeistert von deiner Stimme. Ja, vor allem können wir bei der Gelegenheit gleich feststellen, wie sein Lied beim Publikum ankommt. Meint ihr wirklich, ich soll? Ja. Du würdest mir eine Riesenfreude damit machen, Ruth. Oh, Kinder, ich habe doch gar kein Kleid. Willst du es nicht jedenfalls mal probieren? Ich habe es ja nur einmal auf einem Ball angehabt. Das ist ja noch viel neu. So. Du, das sieht ja süß aus. Ein paar kleine Änderungen und es ist wieder wie neu und ganz modern. So schlank warst du? Ja. Und wie du das wieder sagst, als ob das etwas ganz Schlimmes wäre. Das ist es auch. Aber das verstehst du nicht. Hör zu, Eugen. Ich wünsche nicht, dass du dabei mitmachst. Jetzt hast du mir verboten, zu Walters Musikabenden zu gehen. Und nun darf ich nicht mal mehr zu unserem Kaplan? Nein. Ein Kaplan, der mit halbstarken Negermusik macht. Der Kaplan ist besser als du, Vati. Der versucht wenigstens, uns zu verstehen. Aber du? Behalt nur dein Album. Ich mag es nicht. Mit Eugen, Heinrich? Nichts, Anna. Aber gegen den Kaplan muss ich was unternehmen. Ich werde dafür sorgen, dass er versetzt wird. Und wenn ich Unterschriften sammle. Wollen wir noch irgendwo hingehen? Ja, ja. Das heißt, leider. Wissen Sie, ich muss noch zu meinem Professor wegen meiner Doktorarbeit. Ach, dann sehen wir uns morgen Abend, ja? Morgen Abend muss er leider auch hin. Ja, das heißt, wie wäre es morgen Nachmittag? Da kann ich nicht. Aha. Halten Sie sich an mich. Mir ist kein Professor so wichtig wie ein hübsches Mädchen. Grüß den Professor schön. Gulasch mache ich aus dem. Zerriebene Semmelbrösel, kleingehackte Petersilie. Ach, tröste dich, Peter. Es gibt doch so viele nette Mädchen auf dieser Welt. Ja, ja. Aber so eine wie die? Moment mal. Hört mal alle her. Die große Chance. Musikalischer Wettbewerb im Corso. Wir suchen Nachwuchstalente. Die Gewinner erhalten Schallplattenverträge und Prämien. Das wäre doch was für dich, Ruth. Da solltest du unbedingt mitmachen. Wie kommst du denn darauf? Ich will doch nicht Sängerin werden. Das verstehe ich nicht. Manfred ist so begeistert von deiner Stimme. Ja, vor allem können wir bei der Gelegenheit gleich feststellen, wie sein Lied beim Publikum ankommt. Meint ihr wirklich, ich soll? Ja. Du würdest mir eine Riesenfreude damit machen, Ruth. Oh, Kinder, ich habe doch gar kein Kleid. Willst du es nicht jedenfalls mal probieren? Ich habe es ja nur einmal auf einem Ball angehabt. Das ist ja noch viel neu. So. Du, das sieht ja süß aus. Ein paar kleine Änderungen und es ist wieder wie neu und ganz modern. So schlank warst du? Ja. Du wirst sehen, du wirst damit Erfolg haben. Was ihr nur alle habt. Wenn ich wirklich Erfolg hätte, das würde doch bedeuten, dass ich... Komm mal her. Der Ausschnitt gefällt mir noch nicht. Der ist...
Mensch, da hat Manfred aber Glück gehabt. Der Kaplan auch. Aha. Hallo, Eugen. Mensch, eine Hupe mit unserem Dixieland. Darf ich mal? Klar. Immer Einfall. Das war doch sicherlich sehr teuer, Hallersberg. Ach wo, das hat mir der Freddy eingebaut. Du übrigens sag dem Walter, dass es heute Abend etwas später wird, ja? Wird gemacht. Ich komme auch wieder, Hallersberg. Schön. Wiedersehen. Ist das auch einer von denen? Ja, der Tollste. Außer meinem Bruder natürlich. Oh, warte, Kaplan Sommer. Ich hau ab. Feigling. Na, Eugen, wie geht es dir? Grüß Gott, Herr Kaplan. Sag, Eugen, warum kommst du eigentlich nicht mehr zu meinen Abenden? Oh, mir war nicht gut. Und meine Mutter meinte, ich sollte zu Hause bleiben. Ach so, ja, wenn dir nicht gut war, aber heute kommst du doch. Nein. Das heißt ja, natürlich komme ich. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Film für uns aufgegabt. Was denn für einen? Über eine Nordpol-Expedition. Ach so, nur ein Kulturfilm. Der ist mindestens so interessant wie ein Wildwester. Aber Sie haben doch bestimmt noch keinen gesehen. Oh, verzeihen, Herr Kaplan. Das ist ein Irrtum, Eugen. Ich schaue mir auch mal einen Wildwestfilm an. Also bis heute Abend. Und ich erwarte dich bestimmt. 25 Liter? Jawohl, 25. Dankeschön. So, junger Mann, und das ist für Sie. Dankeschön. Dann habe ich noch eine große Bitte. Haben Sie vielleicht ein Autogramm für meinen kleinen Bruder? Aber gern. Bitteschön. Das ist fein. Gute Fahrt. Dankeschön. Servus, Walter! Tank mir doch mal meinen Rolls-Royce. Aber nicht wieder auf Pump, mein Lieber. Deinetwegen habe ich schon Krach mit dem Alten gehabt. Ich kann mir das einfach nicht mehr leisten. Sei doch nicht so kleinlich. Am ersten gibt's Geld und dann zahle ich. Ja, aber an welchem ersten? Nur diesmal. Also meinetwegen, aber es ist das letzte Mal. Ich habe keine Lust, deinetwegen meine Stellung zu verlieren. Alles schon gut. Flotter Dampfer, was? Wie man's nimmt. Bring ich heute Abend mit. Lass das lieber sein. Das waren 10 Liter, jetzt sind es im Ganzen 16. Geht in Ordnung, also bis heute Abend. Gerber! Herr Gerber, habe ich Ihnen nicht ausdrücklich verboten, irgendjemand Kredit zu geben? Ja, das schon, aber... Und schon gar nicht diese faule Studentin da, der wohl nie zahlen tut. Am ersten kriegt er Geld von zu Hause geschickt und... Ach, da bilden Sie sich ein, ich kriege mein Geld von ihm. Sie sagen Sie mal, Sie gehen mit meinem Kapital um, als ob ich der Aga Khan wäre. Bloß weil dieses Herrle ein Freund von Ihnen ist. Das ist er zwar nicht, Herr Pfeffer. Danke. Sie hatten hoffentlich keine Unannehmlichkeiten, meinetwegen. Ach, keine Spur. Ich finde es besonders nett, dass Sie auf mich gewartet haben. Ja, ich habe nicht auf Sie gewartet. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie hier sind. Hallo, Manfred. Na, nur Erich, was machst du denn hier? Wieso kennt ihr beiden euch eigentlich? Erich ist doch erst seit ein paar Tagen aus England zurück. Wir kennen uns eben nicht, wa? Das war nur ein Zufall. Guten Nacht. Reiner Zufall. Hallo, Walter, was ist denn? Total übergeschnappt. Er hält mich für deine Freundin. Aber das ist doch Unsinn. Er weiß doch, dass Ruth und dass du mit einer gewissen Ruth befreundet bist. Aber das eine schließt das andere nicht immer aus, nicht wahr? Bitte. Ja, da staunst du was. Henriette hat mich auf deine Spur gesetzt. Ich soll mir diese Ruth mal unauffällig ansehen. Und Harry hat sie mir als Ordonnanz mitgegeben. Das ist echt, Henriette. Dass du da mitmachst? Ach, Unsinn. Wir gehen zusammen in die Traube und du nimmst sie mit. Du kannst beruhigt sein. Ich sag Henriette auf alle Fälle, wie fabelhaft deine Ruth ist. Kirnung, kommt doch endlich. Danke, nicht notwendig. Wenn es soweit ist, werde ich das mit Ruth schon selber regeln. Aber vorläufig, geh du nur alleine mit Harry. Gute Nacht. So, tschüss, Ruth. Tschüss, Peter. Tschüss. Wiedersehen. Das ist doch deine Schwester. Ja, das ist Eri, von der ich dir erzählt habe. Kommt sie mit uns? Ach, weißt du, ich habe mir's überlegt. Ich glaube, es wird doch zu spät. Schade, ich hätte deine Schwester so gern kennengelernt. Sie sieht sehr nett aus. Oh ja, Eri ist prima. Du wirst sie schon noch kennenlernen. Komm jetzt, wir fahren. Wenn er morgen kommt, fährt Pedro schon zu seiner Braut. Zu seiner Braut, zu seiner Braut. Und er singt sein Lied, dem Muli, das so treu ihn zieht. Singt er sein Lied, singt er sein Lied. Bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Pedros Glück kann man verstehen, seine Braut ist ja so schön. Pedros Braut ist fein, sie könnte eine Gräfin sein. Könnte sie sein, könnte sie sein.
und sie wohnt am Meer. Das liebt doch der Pedro sehr. Das liebt er sehr, das liebt er sehr. Ich bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Hey, weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Pedros Glück kann man verstehen, seine Braut ist ja so schön. Wenn es Abend ist, hat Pedro oft. Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Die Zeit mit dir war viel zu schön. Vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht, auch wenn wir auseinander gehen. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei mein. Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Burgemann? Ich habe eine Frage, Herr Peters. Ja, übrigens, sind Sie mit dem Nachwuchs, der sich heute bei uns hier vorstellt, zufrieden? Ja, darum. Verzeihung, Sie wollten ja etwas fragen. Ja, sagen Sie, dieses Mädchen, diese Ruth Degner, stammt sie aus Heidelberg? Ja, die Degners haben ja eine kleine Gärtnerei. Gärtnerei, so. Sehr begabt, dieses Fräulein Degner, nicht wahr? Ja. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei meine Damen und Herren, den ersten Preis in unserem Nachwuchswettbewerb erhielten die beiden Pianisten Herr Werner Friedrich und Herr Heinz Bachmann. Ich habe mit Kaplan Sommer darüber gesprochen. Ich bleibe hier und studiere weiter. Das hat hier dieser Kaplan Sommer geraten? Ja, dieser Kaplan Sommer. Tschüss, Vater. Er bleibt. Er bleibt. Anna. Anna! Anna! Er bleibt! Hallo, Lilly! Großartig siehst du aus. Ein Glück, dass es nicht geregnet hat. Ich konnte es kaum erwarten, dich zu sehen. Dieser Professor Bergold findet leider nie ein Ende. Hat er noch nie ein Mädchen auf ihn gewartet? Kaum. Sag mal, hat Manfred heute Vorlesung? Entschuldigung. Er muss jeden Augenblick hier sein. Ach, da ist er ja. Hallo, Manfred! Manfred! Tag, was ist denn hier los? Augenblick, Meier. Du, ich habe mir gerade was überlegt. Ich weiß nicht. Aber ich finde, in unserem Konzert, da fehlt jemand, der so richtig hinhaut. Und ich habe da so ganz bestimmte Vorstellungen. Na und? Nun wollte ich mit dir drüber reden. Etwa Ruth? Genau. Wie wäre es, wenn du sie bitten würdest, bei uns zu singen? Du, das ist eine großartige Idee. Wenn Ruth singt, ist das Haus bestimmt voll. Mhm, das ist klar. Bei der Karriere, die sie inzwischen gemacht hat? Ruth wird nicht daran denken, nach Heidelberg zu kommen. Und wenn du ihr schreibst? Das wird kaum etwas nützen, denn sie hat mir nicht mehr geschrieben, seitdem ich damals bei ihr in Hamburg war. Du warst bei ihr in Hamburg? Tja, ich habe sie gebeten, zurückzukommen.
Aber sie hatte schon einen Vertrag unterschrieben. Und seitdem hat sie nichts mehr von sich hören lassen. Aber wenn... Nein, bitte, macht euch keine Illusionen. Ruth wird nicht kommen. Seid mir nicht böse, ich muss nach Hause. Manfred ist unglücklich. Ja, das merke ich schon lange. Man müsste ihn irgendwie ablenken. Na, vielleicht treiben wir eine neue Flamme für ihn auf. Du spinnst wohl. Warum denn eine neue? Warum soll er denn nicht bei seiner alten Flamme bleiben? Ja, natürlich, Lilly hat recht. Also ich werde Ruth schreiben. Das wird eine großartige Überraschung für Manfred werden. Na, das wird's. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir schreiben ja alle zusammen. Ja. Manu, was gibt's denn? So strahlend habe ich Sie gar lange nicht gesehen. Ich fahre nach Heidelberg. Die Jungs haben mir geschrieben, ich soll dort singen. Ja, aber hören Sie, ich habe ein Angebot für eine Skandinavien-Tournee. Ihre erste internationale Chance. Skandinavien-Tournee? Ja, dann kommen Sie, Ruth, wir müssen darüber reden. Was denn? Jetzt sollen wir wieder unterschreiben, damit der Kaplan nicht versetzt wird? Immerhin sind Sie Studienrat. Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Naja, die anderen haben ja ihre Unterschriften auch zurückgezogen. Danke, Herr Bischof. Wissen Sie, im Grunde genommen war der Mann mir ja immer sympathisch. Ich dachte nur, weil die anderen auch unterschrieben haben. Danke, Herr Bachmann. Wiedersehen. Mr. Niklas, ich bin kein Berufsmusiker, ich studiere. What are you studying? Er studiert Maschinenbau. Ja. Gee, that's very good. Lots of luck to you. Dankeschön, Mr. Niklas, gleichfalls. Und schönen Dank noch für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Bye. Goodbye, bye, sir. Goodbye. Gee, you know a guy plays a lot of trumpet, I'd like to get his address. Ich kenne Sie. Okay. Unfassbar. Nun sag mir doch endlich, von wem das Telegramm ist. Das Telegramm ist nicht an mich, sondern an Walter. Na und? Red schon. Was steht denn drin? Ein Mann namens Niklas bietet weiter $300 wöchentlich. Als Maschinenbauingenieur? Als Trompeter in Amerika. $300 wöchentlich. Das sind im Monat $1200. Umgerechnet fast 5000 D-Mark. Als Trompeter. 5000 Mark, so viel wie ich als Studienrat im halben Jahr verdiene. Jawohl. Mit der Musik, wegen der du Walter seit Jahren das Leben schwer gemacht hast. Aber das eine sage ich dir, wenn du Walter diese Chance wieder verdirbst, dann ist mir... Anna, du redest, als ob ich Walters Feind wäre. Es ist mir manchmal so vorgekommen. Es ist nicht wahr. Ich verstehe ihn nur manchmal nicht. Glaubst du, du findest den Weg zum Herzen deiner Söhne durch Härte und Unverständnis? Anna! Siehst du denn nicht, wie unglücklich Eugen ist, weil du ihm verbietest, in den Jazzclub zu gehen? Ich werde Eugen mit dem Telegramm zu Walter schicken. Das wirst du schon selbst tun müssen. Ich habe Eugen gegen deinen Willen erlaubt, an den Proben zu dem Konzert teilzunehmen. Du wirst schon sehen, mein Bruder holt mich nach Amerika und ich werde sein Manager. Pass bloß auf, dass du nicht die Managerkrankheit kriegst. Quatsch. Mensch, Walter, du hast wirklich einen Mordsdusel. Aber unser Konzert machst du doch noch mit. Ist doch Ehrensache. Ich weiß nur noch nicht, ob ich annehme. Was meinst du, Manfred? Klar musst du annehmen. So ein Angebot kommt ja nicht alle Tage. Gehen wir noch ein Stück zusammen, Herr Kaplan? Ja, gern. Ich möchte gern mit Ihnen über Mr. Niklas sprechen. Bitte. Tschüss, Jungs. Tschüss. Also, Walter, was ist? Ja, ich hätte gern auch Ihren Rat gehört. Was halten Sie von der Sache? Ja, die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Ob Sie jemals als Ingenieur so viel Geld... Bitte, meine Herren! Toi, toi, toi! Toi, toi, toi! Toi, toi.
Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Die Zeit mit dir war viel zu schön. Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Auch wenn wir auseinander gehen. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht. Sei mein. Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Burgemann? Ich habe eine Frage, Herr Peters. Ja, übrigens, sind Sie mit dem Nachwuchs, der sich heute bei uns hier vorstellt, zufrieden? Ja. Oh, verzeihen Sie, wollten ja etwas fragen. Ja, sagen Sie, dieses Mädchen, diese Ruth Degner, stammt sie aus Heidelberg? Ja, die Degners haben ja eine kleine Gärtnerei. Gärtnerei, so. Sehr begabt, dieses Fräulein Degner, nicht wahr? Ja. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei eine Ahnung hättest, wie ich mich freue, dass du da bleibst. Das wirst du nicht bereuen, ich verspreche es dir. Ich weiß es, Manfred. Wenn deine Mutter auch ganz andere Pläne hat und gewohnt ist, ihren Kopf durchzusetzen. Wie kommst du denn darauf? Das hat Königin Luise stolz meiner Großmutter verkündet. So, hat sie das? Na schließlich und endlich bin ich doch mein eigener Herr. Wir wollen doch mal sehen, wer hier seinen Kopf durchsetzt. Luise, sind Sie betrunken? Oh, gnädige Frau, entschuldigen Sie. Es war mir nur so in die Glieder gefahren. Was geht denn hier vor? Silenzio! Hört mal alle her! Halt dich fest, Ruth. Kinder, ich habe mich soeben mit Ruth verlobt. Kleinen Degner verlobt. Das ist das Fräulein aus dem Blumenladen, Herr Generaldirektor. Henriette, immer die Nerven behalten. Otto, ich bitte dich, schweig jetzt. Ja, guten Abend, Kinderchen. Amüsiert ihr euch gut? Und was für eine lustige Gesellschaft. Guten Abend, Frau. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Wenn ich nur wüsste, wo. Ja, Henriette, das ist Ruth Degner. Ach, richtig, die kleine Ruth. Sag mal, habe ich da eben was von Verlobung gehört oder täusche ich mich? Ja, Henriette, Ruth und ich haben... Aber, das ist doch wohl nur ein kleiner Partyscherz. Nicht wahr, Fräulein Degner? Nein, Henriette, Ruth und ich... Aber das macht doch nichts. Spaß muss sein. Otto, warum sagst du eigentlich kein Wort? Ja, gerne, mein Schätzchen. Seid nicht böse, Kinderchen. Es ist schon sehr spät. Ich fürchte, ich muss euch rauswerfen. Ich bin nämlich schrecklich müde. Noch ein Abschiedsschnäpschen, Henriette, bitte. Manfred, siehst du denn nicht, dass ich wirklich nicht mehr kann? Diese Gesellschaft bei Staatsanwalt Reuter war furchtbar anstrengend. Also gute Nacht, Kinderchen. Otto, ich möchte schlafen gehen.
Ich möchte nach Haus, Manfred. Ich bring dich selbstverständlich. Gute Nacht. Ich glaube, den Abschiedsschnaps können wir uns schenken. Wir gehen auch nach Hause. Nimm doch Henriette nicht ernst. Sie ist nun mal so. Deine Mutter war nicht misszuverstehen. Ach, warte bitte. Nacht, Ehre. Los, Jungs, wir gehen nach Hause. Mhm. Nacht, Ehre. Ich bring euch hinaus. Kinder, trotz der kleinen Dusche am Schluss war ein prima Abend. Ja. Weil dies Herrle ein Freund von Ihnen ist. Das ist er zwar nicht, aber ziehen Sie es mir ruhig ab. Worauf Sie sich verlassen können. Damit Sie besser schlafen können. Vielen Dank, Sie, und das sage ich Ihnen, wenn das noch einmal vorkommt, dann fliege Sie. Verstanden? Los, los, Kundschaft, mal ein bisschen hurtig, wenn ich bitte darf. Sofort, meine Dame. Wie viel? Voll. Öl und Wasser ist gut? Ja, bitte beeilen Sie sich. Sagen Sie, gnädiges Fräulein, können Sie das nicht vielleicht auch ein bisschen im Takt? Ich meine das Trällern. Sie sind wohl übergeschnappt, was? Ja, vielleicht. Aber das war Gene Krupa. Gene Krupa, na und? Sie sind wohl einer von diesen Jazzbands. Ja, genau das bin ich. Ach so. Ja, die sind alle verrückt. Sie sagen das genau wie meine Tante Emma. Mhm. Nur ist die 70. Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, ich halte Sie natürlich nicht für 70. So, das macht genau 20 Mark. Brauchen Sie eine Quittung? Wo habe ich denn nur? Zu dumm, ich habe kein Geld bei mir. Zu dumm? Hier gibt es keinen Kredit. Na hören Sie, das kann doch jedem passieren. Na ja, sicherlich. Hier haben Sie 50 Pfennig für die Straßenbahn. Fahren Sie bitte nach Hause und holen Sie das Geld, dann kriegen Sie Ihren Wagen wieder. So eine Frechheit. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Nee, trotzdem fällt Ihnen kein Stein aus der Krone, wenn Sie mal mit der Straßenbahn fahren. Steigen Sie bitte aus. Bei Ihnen piept's wohl. Aber wenn ich Sie darum bitte... Hey! Verflixt noch mal. So ein Früchtchen. HDM? Herr Germer! Kommen Sie mal zu mir ins Büro! Luise, ist meine Tochter immer noch nicht gekommen? Nein, meine Frau. Hoffentlich hat sie es nicht vergessen. Ach, diese schrecklichen Kinder. Ehren, um Himmels Willen, wo bleibst du denn so lange? Da gibt man dir zu Ehren eine Gesellschaft, halb Heidelberg kommt und du, also bitte, Liebling, zieh dich um. Reg dich wieder ab, liebste Henriette, gib mir 20 Mark, ich muss sofort noch mal weg, was bezahlen. Ist ausgeschlossen, die Gäste warten auf dich. Na schön, Henriette. Nenn mich nicht immer Henriette, immerhin bin ich deine Mutter. Okay, Mama. Und sag nicht immer okay. Ja, wo, liebste Mama? Du übrigens, Bronner sind auch da, du. Und dann, Harry Bonin ist da, du. Ein reizender junger Mann. Und immerzu fragt er nach dir. Also beeil dich, Kind, ja? Also wie du willst, liebste Henriette, dann erledige ich es mit dem Geld eben morgen. Also, junger Mann, ich merke mehr und mehr, wir zwei können nicht miteinander. Sie glauben, dass die Menschen gut sind und ihre Schulden zahlen. Und ich glaube, dass die Menschen schlecht sind und nicht zahlen, wenn sie nicht müssen. So, das glauben Sie. Hanno, das weiß ich. Ich zahle ja auch nicht, wenn er das muss. Was ist nun der langen Rede kurzer Sinn? Erstens mal, dass ich Ihnen den 20 Mark von der jungen Dame noch von Ihrem Wochenlohn... Man kann sagen, was man will. Ein schönes Programm. Bis jetzt wenigstens. Sieh mal, Otto. Du hast die kleine Degener ganz groß angekündigt. Hast du ihr vielleicht nicht doch ein bisschen Unrecht getan, Henny? Ich fürchte, ja. Und Sie wissen gar nicht, ob sie kommt? Nein, ich verstehe das nicht. Eure Eminenz, darf ich Sie bitten, mit zu uns hinter die Bühne zu kommen? Ja, aber gern, mein Sohn. Ich hab's ja gleich gesagt, Ruth kommt nicht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja, was machen wir denn nun? Ja, was machen wir? Irgendjemand muss für Ruth einspringen. Ja, wer denn? Halt, Freddy! Hier geblieben! Diesmal dürfen Sie sich nicht drücken. Aber Herr Kaplan, ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, dass ich alles für Sie tue. Scheinwerfer und Sie Leute müssen uns helfen. Ja, aber ich kann doch unmöglich so auf die Bühne gehen. Genau so können Sie gehen. Freddy, unser Konzert steht auf dem Spiel. Na also, Herr Kaplan, dann haben Sie mich doch noch geschafft. Prima, Freddy, los, hau rein! So, bitte, Herr Bischof, hier. Grüß Gott, Herr Kaplan. Ich gratuliere Ihnen. Es war wunderschön. Ich danke, Eure Eminenz. Eure Eminenz, darf ich mir erlauben, Ihnen die Einnahmen des heutigen Abends zu überreichen? Hier.
Ich danke Ihnen, meine jungen Freunde. Es war mir eine wirkliche Freude, Sie zu hören. Das ist aber nicht meine Adresse. Oje, das war der falsche. Da sind auch nur 20 Mark drin. Der hier, bitte. Ja, so etwas kann passieren. Ja, die Bedingung. Was denn? Schon wieder eine Bedingung? Nein, natürlich keine Bedingung, Herr Bischof. Wir haben nur eine Bitte. Ja. Wir möchten zu gern unseren Kaplan behalten und möchten Sie bitten, ihn doch nicht zu versetzen. Ja, aber meine Herren, wie kommen Sie denn darauf? Davon kann doch überhaupt keine Rede sein. Kaplan Sommer gehört doch wohl zu Ihnen. Ja, Herr Bischof, der gehört zu uns. Ja. Eminenz, das verstehe ich gar nicht. Schon guter Kaplan. Meine jungen Freunde und ich, wir verstehen es schon. Aha, es geht weiter. Also, ich wünsche Ihnen noch schönen Erfolg. Dankeschön, Eure Eminenz. Auf Wiedersehen, Eure Eminenz. Das war ein großartiger Mann, Ihr Chef. Was sagen Sie, Walter, war da von einer Versetzung die Rede? Bitte nicht jetzt, Herr Kaplan. Sprechen wir später. Los, Freddy, los, toi, toi, toi. Komm. Großmutter. Ach, da bist du ja. Ah, guten Tag, Frau Degner. Sie haben sich aber herausgemacht. Danke, Fräulein Luise. Bis nachher. Na, Walter hat's ganz schön erwischt, was? Meine Schwester aber auch. Wie er das überlegt hat, wer wird mich verstehen? Ich bin ja so klug, so apart und so schön. Oh! Den Herrschaften geht der Nachwuchs wohl auch auf die Nerven. Kaum. Wir sind selber Nachwuchs. Oh, Verzeihung. Sie entschuldigen bitte, ich möchte mir das doch ganz gerne einmal anhören. Der Jugend gehört die Zukunft. Was? Auf die Zukunft, Prösterchen. Zum Wohl, gnädiges Fräulein. Warum sind Sie eigentlich so schrecklich förmlich zu mir? Zu den anderen benehmen Sie sich doch auch ganz normal. Na ja, die anderen. Da ist es auch einfacher. Ich meine, verstehen Sie nicht, was ich meine? Was gibt's da zu verstehen? Und überhaupt, warum sitzen Sie mich eigentlich? Warum sitze ich Sie eigentlich? Und warum sagen Sie nicht Eri zu mir? Warum sage ich nicht Eri zu Ihnen? Gnädiges Fräulein, wenn Sie es wünschen, dann werde ich Sie von nun an duzen. Ich wünsche. Von nun ab werden wir du zueinander sagen. Wünschen Sie, mit oder ohne? Was meinen Sie? Das war mit. Ich bin so schrecklich schwer vom Begriff. Erklär mir das doch bitte noch einmal. Jetzt ist Ruth dran. Wo ist denn Walter? Ich hole ihn. Ich werde mich um den Scheinwerfer kümmern. Ich sag Klaus Bescheid. Gut, also kommt. Ja, dann toi, toi, toi. Sei so gut, übernimm meinen Service, bis die nächste Nummer zu Ende ist. Mach ich. Danke. Kommen Sie. Ruth Degner, nicht wahr? Ja. Toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, nun singt für Sie Ruth Degner das Lied von Manfred Hallersberg, Vergiss mich nicht. Dies ist die letzte Nummer. Danach bitten wir Sie um Ihre Stimmabgabe für Ihren Favoriten. Und nun Ruth Degner. Bitte begrüßen Sie die junge Dame recht freundlich. Bitte, meine Herren. Toi, toi, toi. Tschüss, Wiedersehen. Das ist doch deine Schwester. Ja, das ist Eri, von der ich dir erzählt habe. Kommt sie mit uns? Ach, weißt du, ich habe mir's überlegt. Ich glaube, es wird doch zu spät. Schade, ich hätte deine Schwester so gern kennengelernt. Sie sieht sehr nett aus. Oh ja, Eri ist prima. Du wirst sie schon noch kennenlernen. Komm jetzt, wir fahren. Wenn er morgen graut, fährt Pedro schon zu seiner Braut. Zu seiner Braut.
seiner Braut. Und er singt sein Lied, dem Muli, das so treu ihn zieht. Singt er sein Lied, singt er sein Lied. Bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Venus Glück kann man verstehen, ja? Seine Braut ist ja so schön. Petrus Braut ist fein, sie könnte eine Gräfin sein. Könnte sie sein, könnte sie sein. Und sie wohnt am Meer, das liebt doch der Petrus sehr. Das liebt er sehr, das liebt er sehr. Bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Hey, weil mir das Herz meiner Liebsten keine mehr nehmen kann. Petrus Glück kann man verstehen, seine Braut ist ja so schön. Wenn es Abend ist, hat Pedro oft die Braut geküsst. Hat sie geküsst, hat sie geküsst. Und er singt vor Glück, fährt nachts er dann nach Haus zurück. Singt er vor Glück, singt er vor Glück. Ich bin ja nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Weil mir das Herz meiner Liebsten keiner mehr nehmen kann. Petrus Glück kann man verstehen, seine Braut ist ja so schön. Petrus Glück, ja, das kann man verstehen. Bravo, bravo. Mensch, Freddy, du, das hast du großartig gemacht. Das müsstest du mal öffentlich vor Publikum singen. Ich bin doch kein Sänger. Mir liegt sowas nicht. Aber das war fantastisch. Was machst du denn überhaupt noch hier? Ich habe nur meine Trompete hier vergessen. Damit er mal Walter hört. Nein, Mr. Niklas, ich bin kein Berufsmusiker. Ich studiere. So what are you studying? Er studiert Maschinenbau. Ja. Gee, that's very good. Lots of luck to you. Dankeschön, Mr. Niklas. Gleichfalls. Und schönen Dank noch für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Bye. Goodbye, bye, sir. Goodbye. Gee, you know a guy plays a lot of trumpet. I'd like to get his address. Ich kenne Sie. Okay. Unfassbar. Aber sag mir doch endlich, von wem das Telegramm ist. Das Telegramm ist nicht an mich, sondern an Walter. Na und? Red schon. Was steht denn drin? Ein Mann namens Niklas bietet weiter $300 wöchentlich. Als Maschinenbauingenieur? Als Trompeter in Amerika. $300 wöchentlich. Das sind im Monat $1200. Umgerechnet fast 5000 D-Mark. Als Trompeter. 5000 Mark, so viel wie ich als Studienrat im halben Jahr verdiene. Jawohl. Mit der Musik, wegen der du Walter seit Jahren das Leben schwer gemacht hast. Aber das eine sage ich dir, wenn du Walter diese Chance wieder verdirbst, dann ist mir... Ah, du redest, als ob ich Walters Feind wäre. Es ist mir manchmal so vorgekommen. Es ist nicht wahr. Ich verstehe ihn nur manchmal nicht. Glaubst du, du findest den Weg zum Herzen deiner Söhne durch Härte und Unverständnis? Anna! Siehst du denn nicht, wie unglücklich Eugen ist, weil du ihm verbietest, in den Jazzclub zu gehen? Ich werde Eugen mit dem Telegramm zu Walter schicken. Das wirst du schon selbst tun müssen. Ich habe Eugen gegen deinen Willen erlaubt, an den Proben zu dem Konzert teilzunehmen. Du wirst schon sehen, mein Bruder holt mich nach Amerika und ich wäre sein Manager. Pass bloß auf, dass du nicht die Managerkrankheit kriegst. Quatsch. Mensch, Walter, du hast wirklich einen Mordsdusel. Aber unser Konzert machst du doch noch mit. Ist doch Ehrensache. Ich weiß nur noch nicht, ob ich annehme. Was meinst du, Manfred? Klar musst du annehmen. So ein Angebot kommt ja nicht alle Tage. Gehen wir noch ein Stück zusammen, Herr Kaplan? Ja, gern. Ich möchte gern mit Ihnen über Mr. Niklas sprechen. Bitte. Tschüss, Jungs. Tschüss. Also, Walter, was ist?
Ich hätte gern auch Ihren Rat gehört. Was halten Sie von der Sache? Ja, die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Ob Sie jemals als Ingenieur so viel Geld verdienen werden? Kaum. Das glaube ich auch. Andererseits stellen Sie sich vor, Sie werden von nun an Ihr Leben lang Trompete blasen. Ich weiß, was Sie meinen. Wirklichen Erfolg hat man da nur ein paar Jahre. Als Trompeter müssen Sie langsam abbauen. Als Ingenieur wird es für Sie den umgekehrten Weg geben, den von unten nach oben. Sagen Sie, was wollten Sie denn werden, als Sie ein kleiner Junge waren? Da wollte ich immer Brücken bauen. Und außerdem muss... Hier bleiben, so sagt ihr, wir kümmern uns nicht um euch. Wenn wir zu euch kommen, so nennt ihr uns Rattenfänger. Warum seid ihr so misstrauisch? Wenn Sie es auch nicht glauben wollen, ich bin genauso ein Musiknarr wie Sie. Gute Nacht. Das hast du bezaubernd dekoriert, Ruth. Die Margeriten sehen schon ein wenig müde aus. Großmutter hätte sie herausnehmen sollen. Immer noch verstimmt? Ich werde dir sagen, warum du mich nicht mit deiner Schwester bekannt gemacht hast. Du genierst dich mit mir. Aber das ist doch Unsinn. Dann verstehe ich dich nicht. Na, keiner versteht mich. Zu Hause meine Familie nicht, besonders meine Mutter. Und jetzt fängst du auch noch an. Komm, lass mich noch eine Zigarette rauchen, ja? Sieh mal, meine Eltern haben natürlich so ihre Vorstellungen, ihre Pläne. Besonders Henriette, na ja. Es ist nicht so leicht. Ich kann mir's schon denken, die Königin Luise kauft hier immer bei uns ein. Wer bitte? Eure Wirtschafterin. Wir nennen sie Königin Luise, weil sie noch vornehmer ist als deine Mutter. Ach ja, die gute alte Luise. Ruth, ich bin froh, dass du mich verstehst. Du musst mir noch ein wenig Zeit lassen. Du wirst es nicht glauben, aber meine Mutter ist schrecklich eifersüchtig. Auf alles, auf meine Freunde, auf meine Musik, auf den Jazzclub und ganz bestimmt auch auf... Ganz bestimmt auch auf mich. Tja. Mach dir deswegen den Kopf nicht schwer. Und bitte vergiss, was ich vorhin wegen deiner Schwester sagte. Es war dumm von mir. Das war's auch. Ich kann dich nämlich nicht ausstehen. So? Und ich finde dich grässlich. Und ich finde dich... Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Danke, du auch. Zwei Rindsgulasch, einmal Schweinebraten mit Knödel und einmal vegetarisch. Na, Frau Lehmann, wie macht sich denn unser neues Küchenmädchen? Sei da, Student. Zwei Rindsgulasch. Glück muss man haben. Sie haben Herrn Gerber entlassen wegen dieser lächerlichen 20 Mark? Hallo, wie ist es das Prinzip? Heutzutage muss man sein Geld zusammenhalten. Wo käme ich denn dahin? Wo Sie dahin kommen, werden Sie traurige Rechenschieber Sie. Die Hallersbergwerke werden nicht mehr bei Ihnen tanken. Ach, das bestimmt doch nicht Sie. Wer sind Sie denn? Erika Hallersberg. Die Hallersbergwerke, meine beste Kundschaft? Fräuleinche, das werden Sie mir doch nicht antun. Das werde ich, wenn Herr Gerber nicht bis morgen wieder bei Ihnen arbeitet. Und zwar mit Gehaltserhöhung. Adieu. Was machst du denn überhaupt noch hier? Ich habe nur meine Trompete hier vergessen. Ich will dich auch nicht länger stören. Nacht auch. Wiedersehen, Walter. Was machen Sie denn noch hier? Ich repariere seit einer Stunde. Ich kann machen, was ich will. Ich behalte immer drei Schrauben übrig. Ich dachte, dass jemand, der so viel Ahnung von Musik hat, auch Motorräder reparieren könnte. Lassen Sie mich mal. Ja, bis jetzt habe ich es auch immer fertig gebracht. Ich weiß nicht, was diese Lausebengis gemacht haben. Ich hoffe nicht, dass mein Bruder dahinter steckt. Eugen, das glaube ich nicht. Man merkt, dass Sie Maschinenbau studieren. Wer hat Ihnen das erzählt? Eugen, der ist mächtig stolz auf Sie. Ja, der Kleine. Darf ich mal den Schraubenschlüssel haben? Sie können schon zusammenpacken. Ah, danke. Sie müssen sich sehr mit Jazzmusik beschäftigt haben. Ja, ja, vor allem mit Spirituals. Ich habe eine ganze Sammlung davon. Ja, alte, echte Negerlieder? Ja, ich kann ja gelegentlich ein paar davon mitbringen. Es würde mir Spaß machen, mal so ein Spiritual einzustudieren mit einem großen Chor. Unter euch sind doch sicher auch gute Sänger. Sicher. Es wird schon Spaß machen, nur... Sie können fahren, Herr Kaplan. Nur, was heißt nur? Nur? Das heißt...
Sie wollen doch bestimmt bei der Gelegenheit ein bisschen den Rattenfänger von Hameln spielen. Im Dienste der guten Sache natürlich. Schafskopf, wenn wir in der Kirche bleiben, so sagt ihr, wir kümmern uns nicht um euch. Wenn wir zu euch kommen, so nennt ihr uns Rattenfänger. Warum seid ihr so misstrauisch? Wenn Sie es auch nicht glauben wollen, ich bin genauso ein Musiknarr wie Sie. Gute Nacht. Das hast du bezaubernd dekoriert, Ruth. Die Margeriten sehen schon ein wenig müde aus. Großmutter hätte sie herausnehmen sollen. Immer noch verstimmt? Ich werde dir sagen, warum du mich nicht mit deiner Schwester bekannt gemacht hast. Du genierst dich mit mir. Aber das ist doch Unsinn. Dann verstehe ich dich nicht. Na, keiner versteht mich. Zu Hause meine Familie nicht, besonders meine Mutter. Und jetzt fängst du auch noch an. Komm, lass mich noch eine Zigarette rauchen, ja? Sieh mal, meine Eltern haben natürlich so ihre Vorstellungen, ihre Pläne. Besonders Henriette, na ja. Es ist nicht so leicht. Ich kann mir's schon denken, die Königin Luise kauft hier immer bei uns ein. Wer bitte? Eure Wirtschafterin. Wir nennen sie Königin Luise, weil sie noch vornehmer ist als deine Mutter. Ach ja, die gute alte Luise. Ruth, ich bin froh, dass du mich verstehst. Du musst mir noch ein wenig Zeit lassen. Du wirst es nicht glauben, aber meine Mutter ist schrecklich eifersüchtig. Auf alles, auf meine Freunde, auf meine Musik, auf den Jazzclub und ganz bestimmt auch auf... Und ganz bestimmt auch auf mich. Tja. Mach dir deswegen den Kopf nicht schwer. Und bitte vergiss, was ich vorhin...